Ach so. Hä? Achso? Weekend League? Leute, irgendwie, ich habe aus Versehen auf Streaming starten gedrückt, obwohl ich noch nicht ready war. Wartet mal, ich muss hier kurz den Titel einstellen. Was ist denn ein guter Titel? Labern, Schrägstrich, Abo Games, Schrägstrich, Teambewertungen. Tut mir leid, ich bin aus Versehen auf Streaming starten gekommen und jetzt ist der Stream schon online, jetzt können wir es nicht mehr verhindern, Freunde. Lasst es einfach geschehen, hoffentlich mache ich hier keinen Schreibfehler. Labern, Abo-Games, Teambewertungen und nochmal Scheiße labern. Ja, okay, das muss ich nicht machen. Get Emojis, jetzt brauche ich hier noch ein paar Emojis. Ja, ich weiß, ich gucke gleich auf den Chat. Wahrscheinlich beleidige ich mich schon wieder alle. Wie kann man so lost sein und aus Versehen Streaming starten, obwohl man noch gar nicht bereit ist? Ja, war aus Versehen, entspannt euch doch mal. Junge, war aus Versehen. Wir haben Ronaldo übrigens verkauft, ne? Guckt euch meinen Kontostand an. Verkackter Ronaldo, ey. Der war so kacke. Ich hab den geholt für 7 Millionen. Und einen Tag später verkaufe ich ihn für 6,6. Achso. Ja, Freunde, der war echt scheiße. Der war echt kacke. Wir bekommen nachher irgendwie... Mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie in Discord kommen wollen. Und am Ende wird es dann niemand. Also Mo wollte im Discord kommen. Vielleicht kommt auch Stylo und Hasso und Sydney wollte kommen. Jordan wollte kommen. Also vielleicht bekommen wir hier, es wird ein exotischer Stream, ich sag's euch so wie es ist, wir labern, also warte, ich will erstmal eine Insta-Story machen, okay? Can I get this, please? Hello, we are online, man. No. Auf Instagram kann ich das nicht machen. Wir machen einfach, scheiße, Digga. Wir machen hier. Hello, we are online. Hello, we are online, man. So, und jetzt brauche ich hier, denn jetzt brauche ich erstmal ein neues Lied, sonst geht hier gar nichts. Okay, warte. Warum nicht, Digga, warum nicht jetzt hier einfach mal so ein... Das ist ein neues Lied, Freunde, für die, die es noch nicht kennen. Für die, die das noch nicht kennen, jetzt einfach mal genauer hinhören. Das ist neu. Kennen noch nicht so viele aus meinen Streams auch. Wie warst du in Mathe? Ich war voll gut in Mathe. In Mathe war ich wirklich immer sehr gut. Wait. We are going to get this here, man. So, we einfügen. Yes, hello, man. We are... Okay. Endlich mal früher streamen, danke. Ich wollte noch früher online kommen, aber Freunde, ich war beim Sport. Und ich war mit jemandem, der sich immer 1 Million Jahre Zeit lässt. Er ist zwar extrem breit und er darf sich so viel Zeit lassen. Aber ich schwöre es euch, ich habe 2 Stunden 15 oder so mit denen schon wieder trainiert. Ich bin auch so im Arsch. Wir haben Brust trainiert, Brust, Schulter. 2,5 Stunden fast. Ist die Kacke online. Der Typ drückt 130 Kilo 5x5. Habe ich auch eine Story von gemacht. Also habe ich ein Video von gemacht, werde ich irgendwann mal hochladen. Na, der haut einen Euro raus. Dankeschön für den Euro. CR7 schon weg, Bro? Ja, der ist weg. Respekt, like da. Kurze Frage. Welche IV hättest du für... Ich würde Van Dijk Gomez nehmen. Moin Mika. Mach einen Stream, wo du nur auf Englisch speakst. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Also Leute, alle ein Like auf den Stream da lassen. Luca? Why Luca, man? Alle ein Like auf den Stream da lassen. Das wird jetzt hier ein gechillter Stream, Freunde. Wir bauen uns ein neues Team. We have Sultan. He is very bad. I think so, man. He is so bad. Ich weiß nicht wirklich, wie ihr diesen Typen, an alle, die den gut finden, ihr habt in meinen Augen einen Knacks. In meinen Augen wirklich einen absoluten Knacks. Wir haben jetzt hier 6 Millionen Coins, Digga. Damit kann man doch was veranstalten. Alexandro war auch so scheiße, Hilfe.
Wir haben einen neuen Sub. Janis Gaming TV, herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Hast du ein Video mit CR7 gemacht? Nein, keiner hat den. Keiner hat den. Ich bin jetzt dabei, gerade mit den Teasys was. Also es wird wahrscheinlich mit den Teasys was kommen, mit Erne was kommen, mit Tabak was kommen, mit Benji was kommen und mit Bostio was kommen. In der Zeit, wo ich in Mexiko bin. Ihr müsst mir jetzt helfen mit einem neuen Team. Gut, das ist ein gutes Lied hier nochmal. Ach ja, so hatten wir das überlegt zu machen, ne? Aber es ist viel zu teuer. Kauf der Piero. Er hat ihn gestern gezogen, ich weiß. Wenn du weg bist, keine Streams. Eine Woche keine Streams. Die kurze Frage: Son oder Benjeda? Das? Benjeda würde ich sogar. Friede und Jordan rein. Also, ich habe. Lasst uns mal kurz hier rechnen. Ich habe 6 Millionen. Wobei Van Dijk sehr, sehr rumbacken soll, habe ich gehört. Van Dijk soll, also die Abwehr soll richtig scheiße sein, Freunde. Totti, es sollen zwei Tottis gut sein. Es soll De Bruyne sehr gut sein und Kanté soll sehr gut sein. Gamer Brother Geschichte mit einem Sub, herzlich willkommen, mein Freund. Ach ja, ich glaube man, na egal, das werdet ihr dann später sehen. Ich bin lost, 2 Euro, dankeschön. Samu. Edi, bin auch in Mexiko, Cancun, in welchem Hotel bist du? Ich weiß nicht, wie das Hotel heißt. Delikt. Die Abwehr soll nicht gut sein, Freunde. Also ich glaube... Haut mir mal ein paar Vorschläge raus. Mbappé hat mir ganz gut gefallen, Leute, aber selbst er, ich fand den jetzt auch nicht so krass. Also, es ist schwer, alles sehr schwer, ohne 5 Sterne Weakfoot mir zu gefallen. Er heißt Gamer Brother Geschichte und du sagst Geschichte. Wie heißt er? Gamer Brother Beste. Habe ich Geschichte gesagt? Gamer Brother Beste. Achso. Glaubst du, Zinde kriegt OTW? Safe. CR7 raus? Ist schon raus. 10 von 10. Warte auf Future Star Karten. Ach. Also, De Bruyne werde ich mir safe holen. Im Mittelfeld. Gamer Brother hat ein Upgrade auf Edi Army durchgeführt. Leute, man kann jetzt, ich möchte nicht so viel Werbung dafür machen, aber ich sag's jetzt, man kann, glaube ich, jetzt bei mir, weil mir so viele gesagt haben, Edi macht doch mal höhere Sub-Möglichkeiten. Ich habe jetzt 2 Euro, glaube ich. 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro. Glaube ich. I think so. Aber das wollte ich nur am Rande erwähnt haben. Ihr müsst es nicht machen. Wartet mal. Nachher kommen auch übrigens Real Talk Themen. Ich weiß, dass ihr das feiert und wir können das jetzt unter der Woche jetzt machen. Nachher bekommen wir auch ein paar Besucher, glaube ich. Mit Mo. Siran haut 17 Euro aus. Hol dir wieder Eusebio Baby. Nicht Butragueno? Ich kann mir das nicht leisten, leider. Eusebio und De Bruyne. Danke Siran aber für 17 Euro. Oder man verkauft Mbappé Totti. Vier Icons. Leute, ich kann den Qualifier nicht mehr mitspielen, ist mir aufgefallen. Weil EA den Termin nach hinten verlegt hat, weil sie so clever sind. EA hat gesagt vorher, am 18. ist der Qualifier. Am 18. ist auch ein Qualifier, aber nur für die Leute, in der Phase 1 und da ich letztes Jahr bei der E-Champions League dabei war, bin ich jetzt automatisch in der Phase 2 und das Ding ist am 25., wo ich in Mexiko bin. Das heißt, ich kann nicht mitspielen. 5K-Pack auf mein Nackenbrot. Dankeschön für 3,50 Euro, mein Freund, aber ich werde keine Points mehr da reinstecken. Und Young Boys FIFA mit einem Euro. Leute, lasst mich ganz kurz was nachgucken. Also De Bruyne ist bei mir safe. De Bruyne ist bei mir safe. Voll viele sagen, dass der so krass ist, sein Totti. Wartet mal. Digga. Ein Döner hat ein Upgrade auf Eli Army durchgeführt. Herzlich willkommen in der Eli Army, mein Freund. In meinen Augen. Okay, wartet mal. In meinen Augen war der irgendwie so wert. So viel wert hier. 3-1 ist auch schon teuer. Ich habe den für 2,9 verkauft. Vor allen Dingen, den habe ich gezogen, ey.
Leute, glaubt ihr, De Bruyne ist es? Eins in den Chat. Eins in, kommt Donnerstag Rewards für mir. Eins in den Chat, wenn ich mir De Bruyne kaufen soll. Also bei De Bruyne bin ich mir eigentlich ziemlich sicher sogar. Oder man holt sich halt Hullet, aber der ist mir zu teuer, Hullet. Eins. Ach so. Sira haut 5 Euro raus. Man kann nicht auf 20 upgraden, sagt er. Hä, lol. Okay. Immer Minus, du Knecht. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, hä? Erklär mir das. 4,5 Millionen rollet. Nein. Aber Leute, die Tottis sind nicht so gut dieses Jahr. Ich schwör's euch, ich hatte jetzt 5 Stück oder so. Ich hatte Mbappé, Ronaldo, De Jong, Mané. Ich hatte noch irgendeinen. Und die haben mir alle nicht gefallen. Achso, wie alt bist du? 22? Euse muss rein, sagt ihr. Glocke ging nicht raus. Ja, YouTube hat wieder keinen Bock. YouTube gönnt mir mal wieder nicht. Aber wir sind trotzdem 2.500 Zuschauer nach 10 Minuten. Also alle ein Like auf den Stream da lassen, Freunde. YouTube hat mal wieder bei manchen keine Mitteilung rausgekloppt. Aber wenigstens habe ich auf Instagram gepostet. Wir können nachher, wir haben, Leute, das ist mal ein Talkstream. Wir können ein bisschen reden. Nachher kommen, nachher habe ich mir schon ein Thema zurechtgelegt, mit dem, mit, worüber ich mich mit euch unterhalten möchte. Das hat auch was mit wieder Sexualkunde zu tun. Heute gibt es wieder Sexualkundeunterricht von mir. Da können meine Stream-Highlight-Kanal-Kollegen daraus auch gerne ein Video machen. Abo Merxer haut einen Euro raus. Lese ich mal vor und auch danke an die ganzen Abos, die reinkommen, die aber nicht vorgelesen werden. Angezeigt werden. Baran haut ein Abo raus. Dankeschön, Baran. Denkst du, seht das auf den Swaps neben KDB? Auf der 6 ist gut oder zu offensiv? Ich denke, das geht klar. Ich will mein 5K-Pack. Du kriegst dein 5K-Pack, Samu, hier. Samu, wenn da jetzt wirklich eine Icon drin ist, dann schick mir deine Adresse. Ich komme zu dir und wirk in dir so hart, das hast du noch nicht gesehen. Und das wird mein 100K-Abo-Special. Aber mein Freund, wir sind nicht nur Handgaming, dass wir aus dem 5K-Pack hier irgendwas ziehen. Das habe ich nur für dich aufgemacht, bist du jetzt zufrieden? Zu Tots warten. Achso. Danke ich für Mbappé. Ein paar Tottis möchte ich. Also Mbappé behalte ich auf jeden Fall noch. Mbappé möchte ich noch zocken. Aber keine Ahnung. Wenn ich De Bruyne verkaufe, habe ich noch 3 Millionen. 3 Millionen, wenn ich De Bruyne verkaufe. Kaufe. Dann hole ich mir Butragueno. Butragueno, aber nicht den, sondern den hier. Weil Eusebio ist leider zu teuer, Freunde. Und dann habe ich selbst, dann habe ich noch 1 Million. Ey, mein Team wird immer schlechter, habe ich das Gefühl. Ich schwör's euch. Irgendwie wird mein Team immer schlechter. David Luiz Flashback, nee. Ach so. Weg mit CR5, der ist Schmutz. Der ist weg. Ich habe CR5 schon verkauft. Ich habe schon 6 Millionen oben auf dem Konto. CR5, der war so kacke, ey. Und ich mache so viel Minus immer. Eli, der Trading Gott, ist krass. Die Bäume ist geisteskrank. Snakebite haut ein Sub raus. Digga, wie viele Subs wir heute hier bekommen. Snakebite, danke schön für deinen Sub, mein Freund. Fang an zu traden, ne, kauf dir Dalgisch, haben jetzt schon so viele geschrieben. Die nächste Welt wirst du mit Bronzespieler spielen. Der EV kostet hat viel weniger. Leute, ich mache egal was ich mache immer Minus. Egal welche Karte, egal was, ich mache immer Minus, jedes Mal. Wie viel hast du Minus gemacht mit CR7? Mit Abzüge? 6, 9, 6. So, 800k oder so. Mit Abzüge. Dalgisch. Alle schreiben Dalgisch. Ich glaube nicht, dass Dalgisch besser ist als Butragueno. Prime. Oder was sagt ihr? Dalgisch. Der hatte nur so einen Hype wegen Draft, Freunde. Deswegen war der so krass im Hype. Ich schwör's euch, Butragueno ist besser. Glaube ich.
glaube ich wirklich. Butragueno. Butra hat nur 3 Sterne Skills, ja. Ich krieg das organisiert. Ich brauch das nicht unbedingt. Der hat Abschluss 95, Mann. Ich sag's euch ungerne. Am liebsten würde ich Mbappé auch wieder verkaufen. Die Tottis, Freunde, alles schön und gut, aber ich brauche 5 Sterne Weakfoot-Spieler da vorne. Wobei Totti Mbappé war auch schon, der war schon geil. Nö, den behalten wir noch. Das ist mir zu blöd, Digga. Das ist mir wirklich zu blöd, den nochmal zu verkaufen. Ich denke, so werde ich es machen. Ich kaufe mir ihn hier, dann kaufe ich mir De Bruyne. Dann habe ich im Mittelfeld Vieira und ihm. Sturm, Butragueno und Mbappé, Totti außen. Und dann kann ich. Alexandro kann sich erstmal verpissen gehen. Der ist auch so schlecht, Digga. Da gucke ich nicht mal nach, wie teuer du bist. Dich mache ich einfach so rauf, weil du so kacke bist. Und dann hole ich mir hier Roberto Carlos. Das ist ein Plan. Das ist der Plan. Und zwar auf trocken den 88er. Das hat der Tempo 90 Tempo. 2 Sterne Weakfoot. Das wusste ich nicht. Der hat 2 Sterne Weakfoot? Zeig mal Bizeps. Okay, ein letztes Mal. Links Teles. Team Rating. Ich kann den Qualifier nicht mitspielen, Freunde. Hab ich gestern oder so erfahren, weil die den Qualifier verlegt haben. Und da bin ich in Mexiko und die, das ist mir, was soll ich machen? Wenn ich schon vorher gebucht habe und die das auf einmal verlegen, weil die schon wieder. Ich darf das nicht sagen. Sonst kriege ich jetzt hier Anschluss wieder. Gamer Browser Beste haut einen Euro aus. Zambrotta und Kräuf. Oder man spielt nur mit Dings da, mit ich zeige euch mal, was ich vorhabe. I think so, we can. Also ich will in-game 4-4-2 spielen. Die beiden hier im Mittelfeld, das ist klar. Die beiden im Sturm ist auch klar. Wir haben wieder eine Spende reinbekommen. Digga, was ist hier mit den Spenden los? Samu hat nochmal 2 Euro aus. Letzte Spende für heute, bin jetzt arm, Kappa. Ehre. Dankeschön für so viel Spenden. Florian Berschkaut 1 Euro aus, Hulti Kräuf, der ist okay. Nee, ich finde Kräuf nicht so geil. Leute, wir müssen mir nicht spenden, einfach ein Like auf den Stream da lassen und den Kanal abonnieren, das bringt mir viel mehr. Also Spenden natürlich cool und so, aber das ist, Leute, das müsst ihr nicht machen. 3700 Zuschauer, achso. Alle gerne ein Like auf den Stream da lassen. Nachher kommt Mo dazu, ich glaube Stylo, Sydney kommt dazu, Jordan vielleicht, ich weiß nicht. Wir haben wieder so viele geschrieben, dass sie herkommen wollen. Aber ob die das am Ende dann wirklich machen, das sei mal dahingestellt. Dann gibt es nachher wieder ein paar Real-Life-Stories. Ich will nun mein Team so einigermaßen fertig bauen. Vielleicht bewerten wir auch zusammen euer Team alle. Und ja, Leute, das ist heute ein bisschen gechillter alles. RM Makalele. Ich könnte hier theoretisch ein paar offensive Spiele, also ZOMs und so spielen lassen. Habt ihr da eine Idee? Overmars. Wobei, ganz ehrlich, Neymar ist schon. Ich glaube, das sind schon sehr gute Außen, um ehrlich zu sein. Da kannst du halt nichts falsch machen. Und hier kannst du dann halt Mondi spielen. Oder halt eine Icon, ne? Also, warte mal, es muss doch irgendwie. Es muss doch. Irgendwie sieht das Team so langweilig aus. Versteht mich nicht falsch. Also. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich würde gerne mal Arnold testen.
Dass ich kein Eusebio habe, das ist schon traurig, ey. Das ist echt traurig. Das tut so weh, ich bereue das so krass. Stoikop. Hast du verkauft? Was meinst du? Neymar hat nicht full. Oh. Nedved Prime und darauf den Jürgen Wogen. Bernardo Silva, Semedo statt Arnold. Ich sehe es schon kommen, Digga. Ich sehe es schon kommen. De Bruyne ist aber wichtig, Mann. Mir ist es krass wichtig, dass ich einen habe, der. Schutzkraft 99, 99. Wisst ihr, was man auch machen könnte? Man könnte De Bruyne im Sturm spielen. Nee, das mache ich nicht. De Bruyne und Krulle kann ich mir so oder so nicht leisten. Aber das wäre gerade mein Plan so einigermaßen gewesen. Butragueno. Ich glaube, ich wäre richtig gut mit Butragueno, ne? Das ist genau mein Spielertyp. Problem ist, dann hat Neymar keine volle Chemie. Das heißt, hier, ich brauche hier einen Brasilianer. Und alles, ich hatte da schon so viel, alles Schmutz. Ich kann mir aber hier sogar Roberto Carlos holen. Oder man holt sich hier Zambrotta. Maldini. Roberto Carlos, 2 Sterne Weakfoot ist so kacke. 2 Sterne Weakfoot ist so schlimm. Stell auf 4-3-3. 4-3-3 funktioniert? Achso. 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 Und jetzt? Nee. Nee. Wie soll das funktionieren, Freunde, mit De Bruyne? Oder welches 4-3-3 meint ihr? Ich glaube, das hier ist es. Nee. Welches? 4-3-3-2. 4-3-3-2. Digga, das Lied geht mir so krass auf die Nerven. 1-2-1-2 Gamer. Dankeschön für dein Abo. Leute, ich kümmere mich gleich um euch. Ich will erstmal kurz nur ungefähr wissen, was ich bauen werde. Kevin De Bruyne auf die 6. Achso. Hä? Wie soll das funktionieren? 4-3-3-4. Mann, ihr nervt mich. So, 4-3-3-4. Schwuppsiwupps. Auf die 6. Achso. Nein, das funktioniert auch nicht. Ich schwöre. Obwohl. Warte mal. Was passiert hier? Was passiert hier? Nein, Lost E die 3, 4-3-3-2, 4-4-2-2, 4-3-3 die zweite. Hä? Und wo soll er da hin? 4-3-3 hier und dann? Wo soll er aber jetzt spielen? Kommt Moauba? Ich glaube schon. 5-2-7-3. Hier und dann? Wir haben's. Achso. Achso. Wir haben's hinbekommen. Achso. Achso. Wir haben's geschafft, Freunde. Wir haben's geschafft. Wie lost kann man sein? Hört auf, mich zu haten. Hört auf. Das ist nicht meine Stärke. Sowas ist nicht meine Stärke, Freunde. Sowas ist nicht meine Stärke. Wie findet ihr das Team? Seid ehrlich. Wie findet ihr das Team? Im Sturm Mbappé und Butragueno. 6er KDB, ey, es war früher irgendwie besser, Mann.
Okay, ich habe eine Frage. Wir kriegen noch mal eine Spende rein hier von Frohne 2 Euro. Nimm 90er Daigisch, wirklich belief. Hab Butter und Daigisch gespielt. Belief. Glaub mir, ich kann sehr gut mit so kleinen Spielern spielen. Ich werde erstmal Butragueno spielen. Guck mal, die kosten 3, er kostet 3 Millionen. Butragueno kostet 1,9 oder so. Das sind dann 5-1. 5-1. Dann habe ich im Sturm Mbappé und Butragueno. 700 Euro könnte dich nerven wegen 86 Beweglichkeit und 83 Balance. Messi Totti, nee. Ronaldo und Özil sind besser als Butra und Mbappé. Ich befürchte, das ist wirklich auch der Fall. Aber wenn ich mir die beiden nochmal hole, dann gehe ich mich irgendwann erhängen. Dann habe ich mir R9 zum vierten Mal gekauft. Ich will aber Mbappé nicht. Der hat abgeliefert, Freunde. 31 Spiele, 51 Tore. Das war alles Weekend League. Wir testen das einfach so. Und Mbappé muss halt ziemlich. Ich will mal Butragueno spielen. Ich will mal ein bisschen was anderes haben. R9, war nämlich manchmal hat er mich übertrieben aufgeregt. Der Keller haut einen Euro raus, der echte. Der Keller haut einen Euro raus, Marcelo Flashback. I don't think so. I don't think so. Marcelo Flashback, weiß ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Dankeschön für den Euro. Eli ist am Pumpen mit 14 zu früh. Mit 14 zu früh, ich finde schon. KDB hat keine Chemie, doch, hat er. Ich glaube, das mache ich, Freunde. Ich will mir. Ah ja. Ich will mir De Bruyne holen. Das mache ich jetzt auch, bevor ich hier zu viel überlege. Kevin De Bruyne, Spezial. 13 Millionen, yo. Zack, zack, zack. Bitte, bitte sei nicht scheiße. Bitte sei nicht kacke, okay? I really want you some. Yes. Bitte, please. Bitte, sei gut. Was De Bruyne jetzt geholt und jetzt holen wir noch den kleinen Spanier. Die kleine Paella. Emilio, der Geller sieht in-game aus wie, ich schwör's euch, wie 12. 2 Millionen, lass knacken. So. Ohne Kopfschmerzen. Und beim Rechtsverteidiger lasse ich mir noch ein bisschen was auf. Offen. Auf. Ich muss nämlich die Woche noch ein bisschen was aufnehmen auch. Deswegen lasse ich mir die 1 Million Coins dann nochmal so ein bisschen am Rand. Achso. Achso. Figo, ey. Prime Icons. So schlecht, ey. Vor allem die Prime Icon. Achso, De Jong. De Jong wird duschen gehen. Tschüssikowski. Hat dir denn bei dir gefallen? War okay. Für den RM hat auf jeden Fall seinen Job gemacht. Oh. Also, was mich ein bisschen genervt hat, ist seine Ausdauer. Aber ich habe immer Kent eingewechselt irgendwann. You understand? Wir haben Leute, wir haben 28-2 gespielt. Ich schwör's euch, es ist 30-0. Jede Woche das gleiche, aber es ist so. Wir haben das letzte Spiel verloren, 29-1 sonst. Nach 2-0 Führung habe ich das Spiel noch verloren. Aber wir wären nicht in der Top 100 gewesen. Ich hatte zu wenig Skillpunkte. I think so. Real Life Story, Bro. Kommt nachher, Freunde. Ich habe mir schon ein Thema auch zurechtgelegt. Oder ihr könnt mich nachher gerne auch nochmal fragen, was euch so interessiert. Aber wir werden nachher ein bisschen wieder labern über Gott und die Welt. Ich wollte mir hier nur schon mal mein Team kaufen. Kann man das nicht so irgendwie auch machen? Sira nochmal 3,50 € raus. Leute, Leute, wie viele Spenden? Hä? Meinst du, euer Baby wird noch sinken, will ihn? Ich habe keine Ahnung. Also da fragst du den Falschen. Aim No Name, Dankeschön für dein Abo und danke an die ganzen Follows, Likes, Jürgen, Picks, alles ist super von euch, Freunde. Schickt mir alles. 5000 Zuschauer. Oh, nach 30 Minuten. Ehre, Ehre, Ehre. Ich muss ein bisschen auf mein Handy achten, damit will. Ja. Okay, Mo kommt jetzt in Discord rein, Freunde. Ich weiß nicht, wer da noch reinkommt. Wir rufen mal Mo an.
Oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mo, wenn du im Stream bist, weißt du, wie das funktioniert? Ich weiß es nicht. I don't know how. I don't know how, but we can do that maybe. Ich muss mal den Chat hier aufmachen. Mo, bist du im Chat? Nimm Jordan auch rein. Mo, aber ja. Slow Mode, Leute, Slow Mode ist drinne. Ich schwöre sogar. Slow Mode hier, ich kann ein bisschen hoch machen. 45 Sekunden. Ich weiß halt nicht, wie ich ihn. Wie. Achso, ich weiß wie, ich weiß wie. Wir gehen einfach mal hier in irgendeine Gruppe rein. Das ist dann meine Idee. Warte mal. I know how. Aber wo? Stark Esports vielleicht? Aufnahme? Nö, nö, nö. Stark Esports Stylo? Wo sind die denn drinnen, die Eierköpfe? Mo Aubameyang. Erst bei Legends oder was? Wo ist die Scheißgruppe? Legends. Wo soll das sein? Wie kann man eine Gruppe machen und sie Legends nennen? Das ist die andere Frage. Real Legends. Ich bin bei Real Legends drin, aber er ist nicht drin. I don't know where he is, man. Welcher Mo? Mo Auba? Komm in die Gruppe. Ich bin ein Mädchen aus meiner Klasse, aber graue mich nicht, sie zu fragen, was ich machen soll. Wir nehmen das Thema gleich auseinander, Freunde. Butragueno ist im Chat. Butragueno ist im Chat, kauft ihr Aurin? Nee. Edi, die Bräune braucht unbedingt Shadow. Ich mach das da mit ihm. Ich mach das da mit ihm bei Shadow. Er braucht unbedingt Shadow. Ich weiß nicht, wo ich drinne bin. Ich bin bei Legends. You are my participant. Jo, musst Mo einladen. Also, I don't know how this geht. Leute, ihr könnt mir gerne euer Team auch schicken. Wir bewerten das dann mal hier zusammen. Teambewertung. Ist hier gerade irgendwas passiert? Irgendeiner war noch hier gerade kurz drin. Ihr müsst Elias N97 euer Team schicken, Freunde. Dann kriegt ihr jetzt hier gleich eventuell auch eine kurze, knackige Teambewertung. Und wir labern wieder über Gott und die Welt. Ihr wisst es, ihr kennt es. Und ihr müsst schreiben, wie viel Coins ihr habt. Sonst wird es auch nichts. Will das so bauen, was sagst du? Meinung zu Jamul, absoluter Ehrenmann. Ja, und sonst, wie geht's dir so, Eli? Boah, Digga, du hast mich so erschrocken. Ey, warum redest du nicht mit mir? Hä? Wo bist du drin? Wo sind wir? Achso. Ich rede seit 10 Minuten mit dir. Auf Ich will mich einmal an. sagst du, ich habe dich erschrocken. Hä? Ich habe nichts gehört. Sag mal kurz was. Hört man dich? Hallo. Ja, man hört ihn. Yes, I really think so. How are you, bro? Oh, komm. Haha, jetzt kommt Mädchen in den Chat. Very, very good. And you, man? I really. Yes. I'm really nice. Oh, er hat MAP Totti. Warte, ich mach kurz Teambewertung. Lass mich kurz in Ruhe. Junge, er macht einfach nebenbei Teambewertung. So ist ein geiles Gespräch, ja. Ey, du wolltest doch. Du warst doch derjenige, der meinte, der Bräune ist übertrieben krass. Oder nicht? Den will ich mir. Das Ja. habe ich mir gerade gekauft, Digga. Aber wo willst du denn zocken? Auf der 8. Ja, super. Du hast ihn im Sturm, ne? 10er, Stürmer, 8er, alles. Wie ist der? Super. Also zu dem Team LM finde ich ein bisschen lost, um ehrlich zu sein. Sonst sieht es echt gut aus. Boah, ich zock einfach noch in die Rivals, Alter. Flashback finde ich nicht so geil. Warum denn Rivals, Digga? Flashback Marcelo finde ich nicht so geil und sonst. Junge, also. Arnold. Ja, Welche Tottis hattest denn du? ich. Ja. Ich weiß nicht, ob du mit mir redest oder mit denen in den Team Mit übers, dir, weißt mit du? dir, mit dir. Ich rede jetzt mit dir. Ich hatte Kanté, De Jong, De Bruyne, Mané, Van Dijk, Alexander Arnold.
Aber nicht die krassen Messi, Ronaldo, Mbappé hatte ich nicht. Digga, Ronaldo ist so schlecht, ich schwöre. Ronaldo ist so kacke. Wer ist das da gerade? Das ist Mo, Freunde, der Weltmeister von FIFA 19. Früher, ja, als ich Weltmeister war halt. genau. Du bist doch noch Weltmeister, Junge, hör auf. Push dich ein bisschen. Ihr könnt ihn noch gerne auf Instagram oder YouTube oder Twitch, da hat er seine 100. 100.000 hast du gestern auf Twitch, ne? Ja. Also könnt ihr ein bisschen abchecken, Freunde. Wir sind hier 5.000 Zuschauer gerade. Ich Gönnt bin ihr auch mal ein bisschen. 5000. Streamst du gerade? Hä, warum sollen wir sonst reden? Hä, als ob du Ich streamst? klar, 5000 Zuschauer gerade. Ich guck nach. Ach doch, du streamst, lol. Gerade angemacht. Ach Also. so, deswegen, warum zockst du Riot? Ich wollte euch so, ohne Sinn. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ja, Denkst du, ich habe Leute. einfach Bock, mit dir zu reden, oder Ja, ich was? dachte so, voll der gute Freund, der will einfach mit mir reden. Bruder, Seid ich ihr will. Eli gut, Freunde? Junge, was ist das denn? Du streamst auf Twitch, ich stream auf YouTube und wir reden jetzt. Ah, wir Einfach so, revolutionieren, Digga. weißt du? Wir Aber deine revolutionieren. Teambewertung scheißt ein bisschen rein gerade, will ich mal Ja, ehrlicherweise okay. Ich sagen. dachte, ach so, okay, dann mache ich das nicht. Ich Doch, dachte. doch, mach einfach, Ich weißt du? Wenn du dachte. Teambewertung machst, mach dich kurz stumm. Okay. Nee, alles gut. Ach so, ach so. Deine Zuschauer hassen mich jetzt. Nein. Meine Community ist Ehre. Warum gucken eigentlich immer so viele Leute auf YouTube zu? Ich hab's noch nie verstanden, ne? Na, gucken nicht auf. Sie gucken. Liegt an dem Streamer, Junge. Also, wenn du Eldos. jetzt auf Twitch Oh, streamen guck würdest, mal. würdest du 5000 Zuschauer haben? Nein, Eldos hat bei mir gerade einen Sub rausgehauen. Ist er bei dir Sub? Nein. Obwohl er ein Video mit dir aufgenommen hat. Junge, er liebt dich. Eldos? Ja. Ja, weil billiger ist auf YouTube. Jetzt mal, Der kostet nur Digga. 2,95 Euro. Er hat Amazon Prime, Junge. Was willst du? Bei ihm ist es sogar umsonst. Bei Ich glaube, er Twitch. ist Sub bei mir. Er ist sogar Sub bei mir. Moaba, guck mal. Moaba ist sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ich liebe Mo. Voll der Ehrenmann. Guck mal, meine Community. Ehre. Boah, ich glaube, der will mir einen blasen. Leute, Mo streamt auch gerade. Ihr könnt ihn gerne ein Abo auf Twitch da lassen. Nee, aber nur Doch, wenn ihr doch. Amazon habt, sonst will ich den nicht. Sonst nicht. Nicht Ich Abo. Follow, ein Follow. Nicht, haut ihm kein Geld rein. Er hat 250.000 gewonnen. Geld sage ich nicht. Follow, follow. Nicht Geld, Junge, nicht wenn die spenden. Amazon, kann man mit YouTube Amazon Prime subben? Nö, ne? Nicht, Junge. YouTube, du musst aus eigener Tasche zahlen. Siehst du, wenn die Amazon haben, können die ruhig mal, ist kostenlos. Warum nicht? Simon hat 5 Euro raus, KDB ist unnötiger Kauf, dann kannst du Sydney auch direkt vielleicht spielen. Also Leute, wir haben uns De Bruyne geholt und ich glaube, dass der Mann rasieren wird, Ja. um ehrlich zu Wo sein. auf 8? 442? Ja. Geil. Was spielst du denn? Spielst du nicht auch 4-4-2? Wenn ich 442 zocke, ja, ich habe den gerade als Sturm, weil ich die ganzen Tottis testen will, ne? Aber ich spiele den Qualifier ab 8. Ich habe ja Achso. Kanté und Rulli, weißt Ja. Und wie war der? Ich habe ein Foto gesehen auf Twitter, Junge! der sah richtig krass bei dir aus, also Weißt du, wie Statistik. krass der ist? Der ist wie R9, Alter. Aber ich weiß nicht, wie der gegen Profis ist, ne? Aber so, Weekend League und so. Boah. Ja. Ich hatte den und Mané im Sturm. Mané hatte 15 Tore weniger als der. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir testen den einfach mal. Wir spielen jetzt gegen euch. Also ich spiele gegen euch, um besser. Um es so zu sagen. Ihr müsst. Warte mal, was sollen die machen? Warum mache ich eigentlich nie Subgames, Alter? Ja, war mies dumm. Warte mal, ich mache mir nebenbei auch noch Musik. Hast du Musik nebenbei an? Ja. Aber ich kann gute Musik anmachen. Ich nicht, Digga. Warte, sag mal ganz kurz nichts. Ich muss gucken. Puh, was ein Schuss! Oh mein Gott. Digga, das war FIFA 19. Ist Musik so zu laut, Freunde? Nein, wa? Ihr hört ihn und die Musik. Ach, der sagt kurz nichts, ich rede die ganze Zeit. Edi, du bist mein Lieblingsstreamer. Ehrenmann. Danke, Bruder. Spiel mal gegen Mo. Oh, die wollen, dass wir gegeneinander spielen. Machen wir später, aber auf chillig. Ja, guck mal, er hat Angst. Nicht Nein, dieses, Leute. nicht. Ja. Wir spielen nachher gegeneinander, Freunde, können wir gerne machen, Mo und ich. Aber wir spielen jetzt gegen einen Zuschauer. Ihr müsst einfach Hey. Hashtag Game in den Chat, Like auf dem Stream da lassen und mir auf YouTube folgen. Dann seid ihr in der Auslosung Boah. dabei. Ey, ist gut am Geiern, ne? Ich will nur gegen Jetzt Supporter spielen. weiß ich, warum du über 100k Nein, Alter, gedenkst du, ich spiele gegen jemanden, der mich hier beleidigt die hast. ganze Junge, Zeit? Die ganzen 14-Jährigen beleidigen mich, dann die spielen doch noch gegen mich. Nein, 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 nein. So ein richtiger. Also,
Hashtag, nee, doch. Hashtag Game, Like auf den Stream da lassen. Und abonnieren das Kanal sein. Und bei Moos Instagram, letztes Instagram-Foto. Warte mal, das kann man, das heißt mal. Chill mal, scheiß auf mich. Nein, ich hab schon Gewinnspiel bei dir auf Instagram. Hast du Gewinnspiel gerade? Ja. Guck mal, die können alle mitmachen. Sagt, du sagst zu mir, ich geier. Hä? Junge, ja. Aber Gewinnspiel ist kacke, Mann. Ich schwör's dir. Jedes Mal Gewinnspiel, du machst Gewinnspiel, du bekommst voll viele Follower, dann du löst Gewinnspiel auf, alle entfolgen dir. Ist so schlimm. Auf Insta? Ja, ist richtig kacke. Aber ich habe auf YouTube, also ich habe gemacht so im YouTube-Video, ich verlose Xbox One, die müssen. Ach, du machst im YouTube-Video. Verloren. Guck mal, die müssen mir auf YouTube folgen und auf Insta im letzten Beitrag ihr YouTube-Namen so sagen, weißt du? Ja. Mäßig. Und gleichzeitig folgen die natürlich alle auf Insta, das Mindgames, weißt du? Ja. Können alle mitmachen übrigens, Xbox One. Dass du noch Rivals spielst, ist aber fresh. Ich kann mir das nicht mehr geben. Chill mal, die spielen gar nicht mehr so krass, die wollen einfach nur ihre Tottis testen. Let's go, Mann, let's go. Kanté ist echt krank, Alter. Sag's so. Wer ist der beste? Nee, wer ist der beste Totti, findest du? Also, wo man am meisten merkt, ist Kanté, weil er offensiv auf einmal krank ist. Ja. Und dann Van Dijk, habe ich auch. Van Dijk sagen, alle aber sagen. Aber seine 90er ist halt schon unfair, ne? Aber der ist halt schon echt krank so. Ja. Und dann De Bruyne, aber De Bruyne glaube ich, dass er gegen Pros nicht so krank rasiert, Alter. Ich kann mir das echt vorstellen. Hast du schon Messi? Nee, aber der sieht so sinnlos aus. Messi? Boah, schöner Pass. Ich weiß nicht, der sieht so ähnlich aus wie sein 96er. Ich weiß nicht. Digga, der 96er hat glaube ich nicht mal Ausdauer. Warte mal. Ich glaube, das Junge, ist. Junge, scheiß mal auf Ausdauer, ich bin eh alle auf Ballbesitz, die laufen eh nicht alle. Ausdauer 84. Reicht doch. Reicht doch. Wie teuer. Ah, Digga, aber der ist. Du weißt, Messi, ich glaube, ich kann mir vorstellen, der ist komplett gestört. Ausdauer 96, das ist schon krass. Ich habe halt Messi noch nicht. Ich habe Messi, Cristiano und Mbappé noch nicht gespielt. Digga, hol ihn nicht, Ronaldo, er ist der schlimmste Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Er ist so aufgeregt, ich schwöre, er ist genauso wie seine Goldkarte. Leute, es ist gerade ein. Warte, ich muss kurz sagen, wir machen gerade ein Abo-Game, beziehungsweise ich suche meinen Gegner für das Abo-Game. Ihr müsst Hashtag Game in den Chat, mir auf YouTube folgen und ein Like auf den Stream da lassen. Dann werde ich jetzt zum ersten Mal mit diesem Team gegen euch spielen. Ich habe mir Butragueno geholt. Der ist so kacke. Nerv dich, Junge. 92er Butragueno. Ich habe den letzte Woche erst gespielt. Was redest du? Aber. Ja, aber ehrlich? Ist der kacke gewesen? Ja, Mann. Mein Junge, du bist kacke. Das ist keine Ahnung, Mann. Garincha ist gut. Na, Quatsch, wo soll ich denn spielen? Ich brauche einen Stürmer. Im Sturm? Ich hatte in dem Sturm gespielt. Nächste Woche ist Qualifier, also ja, nächste Woche Samstag. Nein, wir haben frei. Ja, achso. In 4 Tagen ist eigentlich Qualifier. Diese Phase 1 Spieler. Doch. Die haben mich aus. Junge, ja. EA hat mich rasiert. Die haben mich übertrieben rasiert. Ich buche so Flug nach Mexiko. Ich freue mich übertrieben. Und durch diese Phase 1, früher stand drinne, am 18. ist der Qualifier. Die haben es jetzt verlegt. Die haben Ich habe dir doch geschrieben direkt, dass der Qualifier ja, ist. Ja, aber ich hatte da schon gebucht gehabt. Die haben das am Anfang, hatten die das nicht so. Die haben das verlegt mit dieser Phase 1, wo die auf einmal gecheckt haben, dass 47 Millionen Leute Elite 1 schaffen, weil das Spiel so schlecht ist. Ja. Okay, Leute, wir losen den Gegner aus. Oh, EGC Ben 17, danke für deinen Sub. Stufe 1 sogar, nicht mal Twitch Prime, Ehrenmann. Okay, Leute, gewonnen hat. Oh, sogar ein Supporter, ein Sub. Salvatore. Boah, Ehrenmann, Salvatore. Ich spiele jetzt gegen die Salvatore. Schreib mal deinen PSN-Namen in den Chat. Der Nightbot erfasst es dann, ich adde dich dann. PSN-Namen in den Chat, Freunde, GGs auch in den Chat. Und danke für den Crank and Support. So, wir testen mal Hazard 95. Mal schauen, wie Hazard 95 rasiert. Hä, hey, wo ist der Bräune jetzt? Ach, wurde gar nicht angenommen. Fuck mal. Wo ist Sydney? Er kommt gleich. Er ist im Trainingslager. Echt? Die sind in Valencia. Kommt er trotzdem?
Ja, ich glaube. Also ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Wie in Wiesbaden ist er, wie können die sich leisten, Junge, hate doch nicht, das ist zweite Liga. Das ist mal ich gucke schlecht. auf Insta, die haben so 18k Ja, das Likes. ist krass. Digga, die hatten 14, dann haben die Sydney, dann haben die Sydneys Wechsel verkündet und dann hatten die auf einmal 19 oder so. Gute Nacht, Elio Mo, hau rein, Ali. Oh, was ein Pass, komm, De Bruyne, komm, De Bruyne. Oh mein Gott, wie krass De Bruyne ist. Ja, ich... Shadow auf De Bruyne, bevor du rumholst. Ja, Digga, diese ganzen Campus Styles sind größte Fake, die bringen nicht mal was, Mann. Ja, Mann, halt. Die wollen mir Hallo. sagen, Kanté 89 ist so schnell wie Cristiano, wenn er der Hand hat. Ja, das ist so dumm. Scheiße. Vielen Dank für deinen Resub, Sonny. GG. Wird hier schon direkt reduziert, Alter? Was Ach ist das denn? so, Stylo. Ey, ich will nicht mit dem. Wenn er jetzt hier bleibt, bin ich raus. Ciao. Wer ist noch im Stream? Mo und Stylo. Die zwei sympathischsten E-Sportler. Dankeschön, Simon. Ach, Stylo, welche schon Totties wieder hast du? weg. Ich glaube, der ist Hä? schon wieder weg. Ist er wieder rausgegangen? Nein. Nein. Stylo. Der wäre Ehrenmann, wenn der weg wäre. Welche Totties hast du? Digga, was für welche Totties? Welche Totties hast du, Junge? Welche Totties hast du schon Mané, getestet? De Ligt. Mané, Sané, Koulibaly. Ja. Mané fand ich Schmutz. Ich schwöre, der war richtig kacke. Du kannst nicht spielen, Mann. Mein Junge, ich würde dich rasieren. So, ich hätte Ja. jetzt den. Meine. Hä? Wa ist nicht irgendwie Atlanta? Ja, jedes Wochenende. Warum ist keiner von uns da? Wie ist schlecht alle? Ich hab freiwillig, bin ich leider nicht hingeflogen. EGC Ben extended der T1 Subscription zu März. Ist er jetzt bis März Sub oder was? Steile, was heißt das? Was denn? Extended the Sub bis März. Hat er einfach verlängert automatisch? Ja. Boah, Ehrenmann, Alter. Vielen Dank. Und Ramdam, auch du, danke für deine Subs. Guck mal, Eli, ich bekomme mehr Subs als du, obwohl du fünffache Zuschauer hast. Was ist das denn? Wer ist im Discord? Stylo Mo. Stylo lauter machen. Ah, Sydney ist da. Sydney, du musst im Discord. Ah, scheiße, Digga, wie mache ich das jetzt? Du musst. Wie kann ich Ihnen den Kanal, diesen Link hier senden? Von dem Ding hier? Da oben auf dieses, da steht Team Stylo, drückst du da rechts auf diesen Pfeil. Dann kommt Leute einladen. Auf was für einen Fall? Guck mal, da Hast du. oben links steht doch Team Stylo, Ja, ne? ja. Und daneben ist doch dieser Pfeil nach unten, da drückst du drauf und dann kannst Oh! du Leute einladen. Riff! Digga, das finde ich nicht. Ach, du bist so lost. Digga, hier steht überall Team Stylo im ganz verkackten Discord. Oben links, Diggi. Oben links. Ach so, Leute einladen, okay. Aber wie heißt der Eierkopf, den du mir sagst? Abseits! Oh, ich hab schon gejubelt! Kopieren. Ich schicke ihn einfach bei WhatsApp. Sydney, geh mal auf WhatsApp. Ich habe dich übrigens eingeladen, gegen den ich jetzt spiele. Ich teste jetzt zum ersten Mal dieses Team. Ich habe mir De Bruyne geholt. Geil. Hast du schon das 86er Team? Hallo? Ich kann nicht mitmachen. Ach, er ist drinne. Hello, man. Hello? Stylo merkt man, dass er erwachsen ist und Eli ist noch in der Pubertät. Achso. So, Mann, warte mal. Ich muss mich hier kurz konzentrieren. Ich muss hier gerade 47 Sachen auf einmal machen. Hey, die könntest du nicht mal Abo-Turnier machen? Können wir bestimmt machen. Gute Idee, Kadir. Kannst du nachher mal wieder über Sex und so weiter reden? Kommt auf, Freunde. Ich habe mich schon was Lass zurechtgelegt. mal eine wegpenetrieren, Lass Alter. eine wegpanieren, Digga. Einen Abend Sydney. Sydney ist in Valencia, glaube ich. Was geht Hallo? in Valencia? Die haben da Trainingslager. Ja, man hört dich, Mann. Ey, Sydney, muss man Trainingslager selber zahlen oder zahlt wen? Sydney ist ein bisschen leise. Ja, Digga, Mo ist todeslaut, Sydney ist richtig leise und Stylo ist normal. Bin ich noch leiser? Ne, jetzt Schade geht. mal, aber. Jetzt geht's, glaube ich. Kommen sowieso nicht lange. Achso. Wie war Training? Wie ist Trainingslager? Mach Bist du Musik an, kaputt? Mo. Ich hab Bist du doch Musik kaputt? an. Alles super.
Ich hab auf Stopp, warum? Nee. In Eli Stream geilen mehr Leute auf Sex Stories als bei Katja Krasse. Ja, Mann. Ich glaube, wenn du Pornos drehen würdest, wärst du mehr Zuschauer als der Johnny Sims. Wie ist erfolgreich? Du wärst besser als dieser Glatzkopf da. Mach mal so Tutorial mit so einem Frau, Alter. Du kannst ehrlich solche Videos drehen. Ich höre, die will feiern. Eli Sydney, Stylo Mo, das Knacken ist geschlafen. Hau rein, Finn. Ich bin ein Farming-Simulator. 10 Uhr, Alter, was mit dem? 10.30 Uhr schon, morgen ist Schule. Was ja und? Ich schwöre, ich war noch nie um 10 Uhr schlafen. Ich schwöre, damals in der Schulphase bin ich auch so um 11 manchmal schlafen gegangen. Mies ja, 11 frühestens, ich weißt du, wenn du nicht Mittagsschlaf gemacht hast, 11 Uhr. Ey, was bist du so laut, Alter? Mo ist todeslaut, ne? Ich warum? Bin ich auch im Stream so laut, Freunde? Scheiße. Ich denke, was schreit denn die ganze Zeit so? Junge! Kasper haut einen Euro aus. Ja, dich hört man aber übertrieben leise. Ich vor allen Dingen. Ja. Hallo. Ach, keine Ahnung. Kasper haut 3 Euro aus. Können wir mal gegeneinander spielen? BTW, Feier des Schaden. Danach gibt's wieder Abo-Game-Möglichkeiten. Jetzt bist du laut. Jetzt bist du. Ja, also jetzt hört man dich wenigstens. Glaube ich. Würdest du auf YouTube streamen, würde ich jetzt alles. Würden schreiben: Hä, wie bist du E-Sportler? Was? Ach so. EHP, danke. Für deinen Sub. Oh, anderer Eli. Oh. Ja, Robert. Sag mal, was das nennt? Junge, was redet Mo so viel? Ja, Junge, Mo ist die ganze Zeit am Labern, ich schwöre. Ey, ihr hatet mich richtig, ich geh gleich raus, Alter. Gegen wen spielst du? Gegen einen Abonnenten. Leute, ich werde nachher Mo auch noch onstream hier rasieren. Und Stylo, wenn er will, auch, Jungs. Da habe ich kein Problem mit. Verliererverlust 20er PSN-Card. Bei dir im Stream und. Ja, guck mal, die ersten Ausreden. Ich hab kein Team. Mo zu laut, Bro. Ich hab 8 Millionen oben, Junge, aber kein Team. So. Also kein fertiges. Jungs, Alter, ich werd richtig gehatet, Alter. Ey, die Leute fragen auch schon, ob wir Stress haben, Mo, du und ich. wir haben keinen Stress, nur ich kann Stylo, ganz ehrlich, wir haben uns seit 2 Monaten nicht gesehen. Irgendwas stimmt bei uns nicht, Alter. Jo. Du bist abgehoben worden. Shared Minio mit einem Abo. Dankeschön. Leute, danke an die ganzen Abos, die hier reinkommen. Sorry, Stylo, ich muss aber jeden Tag streamen, weißt du? Ich bin im kompletten Grind. Spielt mal Pro Club. Werden wir bestimmt, keine Ahnung, am Ende von FIFA kann man das mal machen. Könnte gut werden. Ey, gibt es irgendeinen Patch-Note? Morgen. Server und so, habe ich gehört. Morgen kommen neue. Junge, scheiß mal auf Server. Ich schwöre, ich spiele lieber am Delay. Soll ein Gameplay fixen. Die AirPods sind geladen. Gameplay ist doch so schlecht wegen Delay, Junge. Ach, wenn, behindert man, das Gameplay ist komplett gestört, Alter. Wenn gute Server sind, dann ist Gameplay auch dumm. Dann spielen die trotzdem auf 90% Ballbesitz. Ja, ist dumm, aber es ist noch so, ey, wenn Delay ist, was da für Scheiße passiert in Game, das kann man niemandem erzählen. Ups. Ach, ich soll einfach dieses Ballbesitz fixen, mehr will ich gar nicht. Leute, wir spielen hier gerade gegen einen Zap von mir. Alter, was hat der für ein Schwitzer-Team? Vera? Der hat ehrlich 3 Monate auf diesen Moment gewartet. Ja, ich schwöre, er hat Vera, sie dann, Hilfe, Digga. Vera, sie dann? Mares? Was ist mit Mo? Ernst Lautsprecher, schreiben die im Chat. Megafon, ich schwöre, wo ist. Patchnotes sind schon. Könnt ihr mich nicht leiser stellen auf Discord? Wenn ich dich leiser. Ich kann. Eli kann das machen. Digga, ich krieg sowas nicht hin. Junge, Eli ist viel zu blöd dafür, Mann. Mein Junge, ja, Mann. Was kann ich dafür, wenn Discord für Genies gemacht wurde? Ich sehe da einen Scheißdreck. Early? Lass mal ein bisschen Englisch reden. Ich guck mir das gleich mal an. Ist aber okay. Hast du nochmal gesagt, Mo, zu Klopp? Junge, wie leise ist der Typ? Doch, ich höre, Sydney höre ich. Sydney mit Toaster am Start, auch nicht schon wieder. Ich höre Sydney. Ich mach mal einen zweiten AirPod rein. So. Achso. Hallo? 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 Hello, man? Yes. Hello, man. So, jetzt sind zwei Leute. Mit wem bist du in dem Zimmer? Dominik Franke. Dominik Franke. Guter Mann. Guter Mann, korrekter Typ. Ist der korrekter als du? Geht schwierig. Los. Mach mal wieder die YouTuber nach, Sydney. Mama Danny nach. Mama Danny nach. Hey Leute, was geht, Bro? Hey Leute, was geht? Ey, Digga, dieser Knecht, ne? Er zieht Messi und Ronaldo. Ich schwöre, es ist geskriptet. Hey!
RD7, herzlich willkommen in der Edi Army, mein Freund. Ja, hier ist gerade einer reingekommen. Ich finde es wieder zu leise, oder? Ja, Der ist super. Ich find, am besten ist Stylo. Am besten verstehe ich Stylo. Mo ist richtig, Digga, der schreit da rum die ganze Zeit wie so ein Behinderter. Und Sydney ist ein Mäuschen. Muss ich ganz genau hinhören, da, was der Mann von sich gibt. Was mit meinem Audio, Freunde? Schreib mal was. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Achso, Butragoino für die Hater. Leute, danke hier, 5000 Zuschauer, Sydney hat Fasong-Mikro. Hä, wie ist dieser Butra? Ich habe mir den geholt, keine Ahnung. Ich glaube, der ist krass. Kann ich mir vorstellen. Was passiert hier? Wir sind hier im Stream von Panieren. Erzähl mal ein paar Panier-Stories. Digga, Mo streamt doch auch. Ach, Mo streamt auch. Ja, ich wusste es auch nicht. Wir sind gerade zwei Streams am Start. Ja, nein, Mo streamt auch. Mach mal auch den Stream an. Eigentlich ist das sowas witzig, wenn alle streamen. Hallo? Ey, macht keinen Sinn. Was ist mit dem? Doch, jetzt höre ich dich perfekt. Jetzt höre ich dich richtig gut. Ah ja. Ah ja. Mich hörst du auch jetzt perfekt, ne? Ja. Bei Mo hörst du seine Playstation und so im Hintergrund. Also dieses, was sag ich mit deinem Vera, Alter? Der hat richtig Bock die ganze Zeit vorne, oder? Mein Vera, ne? Richtig komisch, Digga. Ja. Oh, mein Torwart-Movement letzte Zeit ist übertrieben krass, Alter. Ich hab Butragueno auf der 6. Scheiße. Muss ändern. Leute, wir spielen gerade gegen einen Sub-Abo-Game. Cool. Ja, für die Leute, die es verstehen, Junge, lass mich doch mal in Ruhe, lass mich meinen Stream managen. Sid Pent. Wer ist alles da? Mo, Sydney und Stylo. Ist Mo Aubameyang. Der ist auch noch im Call. Und Stylo. Und Stylo? Muss man nicht kennen. Die Weltmeister-Wichser. Spielst du Sydney als LV, ja? Sydney, wie war Training? Gut, heute haben wir nicht viel gemacht. Du hörst es so an, als wenn ihr richtig viel gemacht hättet. Musst du überhaupt trainieren? Du kommst doch aus Hertha. Du hast doch safe Stamm. Hast du nicht safe Stammplatz, so, wenn du aus Hertha kommst? Sowas gibt's nicht, Junge. Junge, sowas gibt's vielleicht in Libanon, Junge, weil dein Kamelen und so, halt's Maul. Junge! Er denkt, zweite Liga ist Kreisliga B. Die ganze Zeit schon. Du musst ein safe Trainingslager selber zahlen, ich sag's dir. Er denkt, die haben Hütchen aus Steinen und so. Die haben keine Tore. Ich gucke Instagram-Follower. Ich dachte, Sydney hat ganze Follower von wen? Ich gucke, die haben 15.000. Mo ist ein Megafon. Ich gucke mir das gleich mal an, Freunde. Man kann, glaube ich, beim Discord Leute genau leise und lauter und so machen. Ich weiß nur nicht, wie. Warum spiele ich so kacke gerade eigentlich? Weil du kacke bist, Junge. Spielt mal jetzt gegeneinander. Ja, ich würde den so rasieren, den Junge. Mord ADS, Alter. Verlierer verlost in seinem Stream 20er PSN-Card. Ich hab leider keine PSN-Card. Ja, Digga, 250.000 Turnierpreisgeld, WM-Sieger, war kein 20 Euro PSN. Ist schon weg für Bitches und Koks. Ach so. Vater Staat, Junge. Das Junge, ich muss dir 50% an Merkel... 50% an Stylo. Sag mal, mein Zuschauer. Leute, wegen Trainer. Leute, Mo gewinnt die Weltmeisterschaft. 250.000. Er kriegt aus eigener Tasche. Musstest du nicht auch ein bisschen was so an andere Sachen? Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen. Unternehmen abgeben? Nein? Hast 0%. Du? Achso, dann ist gut. Ja. Ja. Let's go. Recht liegt auf die Person. Ja, ich mach das gleich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir mich leiser machen, Freunde. Ja, mach dich mal leiser, Junge. Ich krieg hier schon Tino. So, Maus, Mikrofonempfindlichkeit. Das ist korrekt. Ist Mo Aubameyang der Bruder von Pierre-Emerick Aubameyang? Ja. Ja. Cousin sogar. Besser oder? Junge, jetzt hört man dich gar nicht. Oder liegt's am Ende? Nee, das muss nicht Mo einstellen, das muss... Eli, aber ich kann auch nicht einstellen, dass ihr leiser seid. Also das ich muss einfach nur auf den Namen drücken. Hä, ich muss das einstellen? Warum muss ich das einstellen? Mann. Du einfach rechtsklick auf Mo und dann benutze Lautstärke. Ja, okay, ich habe jetzt Halbzeit, ich mach das jetzt. Entspannt euch.
Ich bin auch mitten im Game, Alter. Gegner freut sich die ganze Zeit. So, warte mal. Also, lass mich kurz in Ruhe. Lass mich kurz managen. Lass mich sammeln. Ich muss jetzt auf Mo rechtsklick und jetzt Benutzerlautstärke runter. Runter den Megafon hier. Sag mal was. Mo? Hi, wie geht's dir? Achso, okay, sag mal noch was. Lautstärke nochmal. Junge, du hast so ADS, Mo. Sag mal, Mo? Hey, Süßer, kann man dich kennenlernen? Super. Schnecke! Oh, ich weiß, was du sagen willst. Warte. Schnecke. Warte. Sag mal was? Hallo? Hey! Ich hab's gehört. Wie geht's dir, Eli? 70%. Ich geb dir 70%. Sag mal was? Hi, wie geht's? Jetzt ist gut. Jetzt ist Mo gut. Super. Sag mal was? Hi. So ist gut, besser. Ja, okay. Jetzt gehen wir zu Sydney, das Mäuschen. Sydney, du brauchst nicht so schüchtern sein. Ich geb dir 130%. Ich geb dir 130. Von 100 auf 130. Sag mal was? Weiter. Ja. Und Style muss ich gar nichts geben. Ey, wir haben gestern immer weiter. Die Wiederholung von WM geguckt. Okay, ich habe Mo jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich habe beobachtet, was Style immer gesagt hat. Ich höre immer nur weiter. Ich habe so gefeiert, ne? Ich dachte, er hat mir irgendwelche taktischen Tipps gegeben. Nee, ich hätte auch die ganze Zeit panieren sagen können. Das Panier, Nikolas. Rose sagt mir so, weiter kann ich dir auch sagen. Ja, aber hat die nicht gemacht, oder? Nee, hat die ehrlich nicht. Ich habe Vera im Sturm, Freunde, ich weiß. Ich muss es kurz ändern. Jetzt ist gut, ja. So. Ich habe Mo jetzt ein bisschen lauter wieder gemacht. Also jetzt müsste es alles perfekt sein. Geh doch rein. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich hab FIFA Deutschland, oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Das ist der krasseste Clip der Woche, ehrlich. Ey, das war so ein Facebook-Clip. Ich hab 5-mal Lotte getroffen. Oh mein Gott, das ist der krasseste Clip der Woche. Ich schwöre, ich komme nicht klar. Er hat anders. Wetten, Sportbible zeigt mein Clip jetzt? Macht mal irgendwann mal ein E-Sport-Turnier. Leute, sowas wird bestimmt irgendwann kommen. Wenn FIFA so langsam den Bach runtergeht, werden wir uns alle mal zusammensetzen und bestimmt sowas jetzt mal schon organisieren. Fall, United wird jetzt gemacht, ne? Ich meine, mit FIFA den Bach runtergehen. Stylo, guck mal, Clip von mir. Ich hab gesehen. Was sagst du dazu? Das ist krass. Junge, mein Abonnent ist richtig, richtig verschwitzt hier. Zidane und Vieira und so. Kennt. Was soll ich? Ey, ich hab mir Messi und Mané geholt. Ja, hast du Messi Totti geholt? Ja. Ich hab CR7 gerade wieder verkauft. Ja, ist mir klar. Ich hab gesehen, du feierst den, ne? CR7, ja, Mann. CR7, ja. Irremann. Digga, er war der schlechteste Totti, den ich je in meiner ganzen FIFA-Karriere gespielt habe. Schick Clip mit Abstand. Digga, es war einfach. Ganz gut. Wer sagt es? Jeder andere. Arne und so. Ja, wer ist da? Gib mir drei Namen. Wie jeder andere. Nur Arne. Du hast nur mit Arne geredet. Broski. Ja. Hey, ich fand den auch mega krass. Mein Junge, in Draft ist Sydney auch gut, Junge. Guck mal hier, LV macht einen guten Job hier gerade. Aber dann, wenn es draußen in der Weekend League zur Sache geht, da werden die. Da wird ist alles. Ist geboren zu Sydney? Ja, denkst du, ich hab's in 99er-Karte. Achso. Weiß ja nicht, was die da macht. Oh mein Gott, ich muss den Clip nochmal angucken. Ich sag dir ehrlich, Ronaldo Totti war ungefähr so wie. Also, er war ein bisschen schneller als seine Goldkarte, so. Und sonst alles gleich. Ich streng dich mal an, Alter, dass wir ein paar Informs von dir bekommen. Was das? Keine Ahnung. Ja, war. Ein Inform ist schon machbar jetzt. Das ist schon ein bisschen traurig irgendwie. Ich glaube, zweite Liga, man muss 3 Tore machen, dass man einfach muss. Ja, dann mach das doch einfach mal. Ja, mach doch mal. Oh mein Gott, was passiert? Ägyptischer Stecher, Ehre. Bei Payne hat CR7 doppelt so viele Tore als Spieler. Er spielt ihn, glaube ich, auch nur mit einer Spitze. Ich habe immer Doppelspitze gespielt und da hat Mbappé in die Show gestohlen. Ja, bei Payne ist er auch Maschine. Ich muss auf den Namen gehen bei Discord und dann? Ah, Benutzerlautstärke. So, Sydney machen wir ein bisschen lauter und Eli auf jeden Fall leiser. Nö, ja, gönn doch. Sydney, rede mal. Hallo? Kennst du mich noch? Johannes ist schwer, also ich kann nicht jeden Namen auswendig. Leute, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Vielleicht beantworten die hier auch nochmal was.
Was labert mit... der mit Donald Totti? Ist schlecht, der Arme. Junge. Ja, er ist schlecht, mich schlecht. Kauf ihn die euch. Die Sache ist, ich sag zum Beispiel, Ronaldo ist schlecht, ne, allgemein, aber manche lieben den halt. Man muss auch mit denen spielen können, weißt du? Du darfst mit dem eigentlich gar nicht lau, also... Sprinten, Digga, er bewegt sich wie, weiß ich nicht, das ist so komisch mit gewesen. Mit Ball ist der halt richtig komisch, ich hasse den die Goldkarte auch. Ja, die Goldkarte habe ich auch gehasst. Der ist richtig schnell, aber sobald der Ball anfasst, ist der richtig komisch, man weiß gar nicht, was man mit dem machen soll. Digga, er war nicht mal gut vorm Tor bei mir, wie viele Sachen, ey, ich schwör's dir, wie viele Sachen er liegen gelassen hat. Ja, dann werden die mich halt haten. Ich schwör's euch, kauft ihn euch und macht wieder so fetten Minus. Ich bitte euch, wenn ihr ihn dann wieder verkauft. Der kostet 7 oder 6,5 Millionen. Hilfe. Der ist, seine Totti-Karte ist vielleicht 1,7 Millionen wert. Ja, ich habe wieder angenehme 700k Minus gemacht. Mach's mal. So, Chat. Eli, erzähl mal, mein Chat will auch. Erzähl mal, wie man Frauen klärt im Club. Junge, ja, da musst du Sydney fragen. Sydney ist echt eine Maschine. Sydney hat da goldene Regel. Jungs, ich war 4 Tage in Berlin. Sydney hatte 4 verschiedene. Komm, soll ich dir mal wirklich jetzt eine Geschichte erzählen? Komm, ich erzähl sie jetzt. In beiden Streams. In beiden Streams, Digga. Ich mach 24 Stunden Stream, okay? Ich bin nervös. Ich stehe so 11 Uhr auf. Ich hab 12 Uhr geht der Stream los. Ich hab ein bisschen Bauchkrämpfe und so, weil ich weiß, wie hart 24 Stunden Stream ist. Ich richtig nervös, komme schon mit Bildschirm und PlayStation unter Arm an. Ich klingel. Erstmal, Michael macht mir die Tür auf. Ich sehe richtig, Michael richtig im Arsch, richtig müde. Ich laufe so weiter. Hier riecht irgendwas auch extrem komisch irgendwo. Irgendwo extrem komisch. Ich gehe ins Wohnzimmer, liegt da ein Mädchen. Ich sag, was ging hier ab? Kannst du mir das mal erklären? Ich möchte hier einfach nur mal 24-Stunden-Stream machen. Auf einmal labert die mich voll, kannst du mir ein Taxi rufen? Digga, dann ist so, lass mich in Ruhe. Ich bin in die Tüche gegangen, hab mir erstmal ein Toastbrot gemacht. Ich war gar nicht mehr da, ne? Das kam später, aber. Ich war gar nicht mehr da. Dann, du warst das doch da. Das ist die wichtigste Info, die Kamera zu leiben. Nein, Digga, wartet doch mal. Im Meeting. Ja, halt's Maul, Junge. Dann, ich frag, wo ist Sydney? Ah, aber da warst du noch da. Ich sag, wo ist Sydney? Ich muss in 40 Minuten online sein, ihr kleinen Pisskinder. Dann, er sagt, er ist in sein Zimmer. Ich so, ja, okay, dann weck den mal bitte. Also, nee, geht nicht, da ist auch noch jemand. Ich so, Junge, der Eierkopf muss mir meinen scheiß Overlay und so einstellen, ich kann das nicht. Er macht Tür auf, er kommt mit Zahnbürste raus. Ich guck so rein, liegt da eine Olle. Ich sag, Junge, was geht hier ab? Ich möchte im Scheiß 24 Stunden Stream machen, ihr kleinen Pisskinder. Dann, keine Ahnung, ist Mike jetzt irgendwie weggegangen? Und dann kam Sydneys raus und die wollte dann auch ein scheiß Taxi. Sehe ich aus wie Taxistand oder was? Dann musste ich jeden von denen Taxi rufen, weil die beiden Eierköpfe kein Bargeld hatten und Sydney nicht mehr zu Hause war. Du warst nicht mehr da. Und ich musste dann ein Taxi rufen und sogar das scheiß Geld bezahlen, du kleiner Pisser. Das hast du mir zwar wiedergegeben, aber ich dachte wirklich, ich wäre im falschen Film, Junge. So viel zum Thema Clubklären. Du kannst dir mal erklären, wie du das gemacht hast. Ich bin da nicht der Mann. Im Clubklären bin ich nicht der Mann. Musst du Sydney Friede fragen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Naja, ja. Sydney kennst du damit nicht aus. Junge. Ich wette, der liest das nicht mal. Was denn? F2Tech ist bei mir im Chat. Bei mir ist hier 7 mega geil. 300 Spiele. Was geht, ja, Bro? Nicht Angelos. Und dein Blizzarian ist auch bei dem Chat. Und Eldos. Eldos ist auch. Bei Eldos hat bei mir vorhin gesagt, Junge. Mieser Ehremann. Junge. Taxistand Eli. Wie soll ich denn Sätze von euch vorlesen? Bis ich angefangen habe, ist Eli wieder irgendwelche Geschichten am Erzählen, Alter. Der denkt, Discord gehört ihm. Ja, okay, ich muss auch meinen Chat hier vorlesen. Story gefragt, Alter. Ja, war? Hä? Du hast mich doch gefragt, du Arschloch. Das war die Story. Mal, aber ehrlich, Kanté ist überragend, hol die Kanté und De Bruyne. Style und Mo sind bei Focus, ich bin bei Hertha und Sydney ist jetzt bei Wiesbaden. Ja. Ey, ich hab gesehen, bei Wiesbaden gibt's einen E-Sportler jetzt, warum du nicht? Das hab ich mich auch gefragt. Man kann nur einen Nachnamen nehmen. GG auf jeden Fall an meinen Gegner, an meinen Sub. Junge, ja, mach doch einfach da mit, Alter. Geht doch gar nicht mehr außerdem. Ja, aber hättest du machen können. Du bist doch safe besser als der, oder nicht? Ja, Junge, ich habe gegen Sydney gespielt, Fragen, ich schwöre, ich habe gegen Sydney gespielt, er ist der größte Schwitzer. Leute, danke an 3000 Likes auf den Stream, alle, die noch kein Like und Abo dagelassen haben. Der ist übertrieben gut, Mann. Alle, die noch kein Like und Abo dagelassen haben, könnt es gerne machen. Und checkt auch Stylo, Mo und Sydney bei Insta aus, Freunde. Bots, haut mal die Kanäle hier rein. Sydney Weg auf Instagram.
Zeig mal, Free, das Team. Jungs, wer gewinnt für Champions Cup? Guck mal. Du nicht. Tex. Meint ihr wieder Rasek, Alter? Tex. Ich glaube Rasek. Junge, ich schwöre, wie Tex spielt, ich hab sowas noch nicht gesehen. Wie kann man denn defensiv so krass sein? Erklär mir das mal, wie man defensiv so gestört sein kann. Defensiv ist, also letztes Jahr war es schwer, aber dieses Jahr ist doch mies einfach. Ja, okay, an sich schon, aber der Typ, ich sag dir ehrlich, der steht, der bunkert nicht. Der bunkert nicht, der chillt vorne. Na, geht so. Jungs, aber der ist halt krasser Schwitzer offensiv, ne? Ich hab jetzt ein Rager-Match, Jungs, gegen einen aus der Mannschaft, gegen Turbo. Um wie viel? Spielt ihr um Geld? Ja. Junge, was mit Davy? Macht ihr jetzt nicht mehr? Davy? Du hast doch mal gegen ihn gespielt um Geld. Ja, einmal bei... wo war das? Trainingslager oder so. Ja, aber genau danach bin ich gekommen. Wie findest du De Bruyne, erster Eindruck? Ich fand ihn sehr gut. Was geht, alles gut? Ja, bei Eli, komm da rein. Soll ich dich jetzt auseinandernehmen? Bin ich ja gerade. Komm! Leute, wir spielen, aber Verlierer verlost 20er PSN in seinem Stream. Weißt du, was ähnliches? Jungs, was sagt ihr dazu? Verlierer verlost 20er PSN in seinem Stream. Gegen Tobi. Alright. Ich wünsche mir Glück. Viel Glück. Was machen wir? Best of 7? Tschüss, Junge. Tschüss, Best of 7, hat er gesagt. Chill mal, ich spiel... Junge, um 20 Best of 7. Ja. No. Nee, so, Junge. Wir machen. Früher immer. Ich habe ja mit Cash Games angefangen, FIFA zu zocken. Ich schreibe so Hasso an. Dadurch haben Hasso und ich richtig krass Kontakt, ne? Der sagt so, komm um 5 Euro. Ich sage, nee, 5 Euro ist voll viel, Alter. Ich so, 5 Euro, Best of 5. Der so, hä? Ich so, lass um 2 Euro. Weil ich hab um 2 Euro FIFA gespielt. Und wie habt ihr euch das dann überwiesen? Da gab's doch diese Seiten da. Und ihr habt euch dann ernsthaft 2 Euro überwiesen? Ja, Mann, ich hab voll geschwitzt. Das war erste Phase von mir, so erste Monat. Ich war richtiger Araber, Vater, arbeitslos. Mach doch direkt Turnier mit Qualifier und so davor. Wir machen erstmal davor Qualifier. Junge, weißt du, wie viel Geld ich mit Cash jetzt gemacht habe? Jedes Spiel 3 Euro. Den ganzen Tag gezockt. Eli, hast du nicht mal mehr Coins, Alter? Junge, ich bin mies. Ich mach immer mehr Minus, ich schwöre. Immer, ich kaufe, verkaufe. Deswegen, mein Team ist unglaublich. Mein Team wird immer schlechter. Eigentlich, die Teams werden immer besser, bei mir wird immer schlechter. Eli, wir haben mal um 2 Euro Uno gespielt. Kann ich Primes haben, Lul? Warum nicht? Ja, hä? Ich hatte Euse und R9, aber... und Hülle. Nein, ich hatte die 3 nie. Nie. Okay. Wenn ich Mbappé, De Bruyne verkaufe, kann ich mir halt beide wiederholen. Kannst du mal jetzt einladen und nicht so viel reden? Junge, soll ich jetzt so schnell schon rasieren? Sag doch. Warte, ich muss ganz kurz noch was machen. Friede auf die Bank. Ist dein Team überhaupt fertig? Ja. Oh, wir sehen zum ersten Mal Totti Ronaldo. Ich hab den verkauft. Ehrlich? Ja. Early? Digga, der ist so schlecht gewesen. Leute, wir spielen jetzt gegen Mo um 20 Euro. Eigentlich müssten deine Zuschauer für mich sein und meine Zuschauer für mich, weil Verlierer verlost 20er an seinen Stream. Guck mal, wir machen so. Nicht wir zahlen 20 Euro, sondern die Zuschauer, weil dann schwitzt die Community auch. Hä, wie, was? 20 Leute müssen 1 Euro donaten, weißt du? Hä? Guck mal, Leute, ja? Guckt euch diesen Geier an. 20 Euro. Er hat vor 4 Monaten 250.000 Euro gewonnen. Er geiert um 20 Euro. Weißt du warum? Weil meine Subs nie, weißt du? Ja, das ist schlechte Community, Mann. Leute, lasst Mo und Sub da, ihr Geier. Ist sogar einfacher auf Twitch, oder nicht? Wegen Amazon Prime. Ja. Mo, wie geht's, Bro? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Guck mal, alle geil wegen... Ihr kriegt euer Trikot irgendwann. Gestern Trikots verlost. Jetzt schreiben die mir jede Sekunde. Ist Trikot schon da? Wo streamt Mo? Mo streamt auf Twitch. Auf der besseren Plattform. Ich finde YouTube gar nicht so schlimm. Ohne Spaß, ich liebe meine Community. Bei mir wird nicht so viel gehatet. Bei mir wird gar nichts. Ich setze die 5 auf Eli. Ehre, Luca. Deine Community ist doch nur da, um zu erfahren, wie man Frauen kombiniert, Alter. Ehrlich, bei dir sind nur Singles, Alter. Nicht gut.
Die gucken mich gar nicht wegen FIFA. Die gucken die auch. Die gucken mich gar nicht an. Mach mal FIFA-Gameplay weg, ich schwöre, du hättest mehr Zuschauer. Lad mich mal ein, Junge, hör auf mich voll zu babbeln. Ich finde schon. Tschüss, du meinst es ernst, ne? Aber egal, lass drei Spiele machen. Lass drei Spiele machen. Guck mal, wir machen Best of Three, aber nicht hintereinander, weißt du? Ich würde, du kannst es auch nicht aus. Wie, was machen wir? Wir machen ein bisschen Pause zwischen. Nein, was machen wir? Wir machen Best of, was? Best of Early. Kann auch nicht Three sagen. Ich kann das auch nicht, ehrlich. Eli, frag mal Mo, wie oft er seinen Jürgen wirkt. Wie oft wirkst du deinen Jürgen, Mo? Wie oft ich mir herunterhole? Ja. Boah, manchmal, in guten Tagen, ganz ehrlich. Ob ich mir selber oder ob ich mir herunterholen lasse? Das ist nicht verstanden. Wie oft du dir deinen libanesischen Jürgen runterholst? Oder früher, ganz ehrlich, ganz oft. Und jetzt nicht mehr, oder was? Na, jetzt lasse ich mir. Na, Digga, ich lüge nicht. Man kann gar nicht so oft. Man braucht es, um Druck abzulassen. Das geht gar nicht. Selbst okay, wenn ich einen schlechten Tag habe und so, Digga, da könnte ich nicht. Okay, der hat mich erwischt, dreimal am Tag. Alter. Sympathisch. Wisst ihr, wann ich richtig am Suchten war? Guck mal den an, Junge. Ja, Deutschland-Trikots. Hast du schon deutsche Pass? Du brauchst doch nicht gleich Deutschland-Trikots machen. Er meint's ernst. Ich war richtig, richtig krass süchtig, wo ich lernen musste immer. Für Abi. Boah. Ich habe 3 Minuten gelesen, ihn rausgeholt. 5 Minuten gelesen, ihn rausgeholt. Das wäre immer fast noch on-stream. Also warte mal, wir machen jetzt Best of Three. Verlierer. Wie bekommt man deine Foto mit Pokal im Stadion bei FIFA? Ich versuche das nächste Woche hinzubekommen, dass ihr das alle bekommt. Ach, hast du? Ach, du hast dich selber, ne? Ist das arrogant? Zeig mal. Moaba. Ah, ist das schlecht. Wir spielen gegen den Eierkopf jetzt, ihr Freunde. Er denkt, der wäre cool, Junge. Aber ein hässliches Start. Ist das FPVC-Stadion? Boah, das ist aber richtig hässlich, Alter. Deutschland-Trikot, er meint's ernst. Guck mal, wie wir den jetzt zupressen. Best of Three. Ja, okay. Zwar guter Pasta. Hör auf, Junge. Hä, warum ist das nicht live? Hä? Guck mal, Dembélé an. Anschlussbug. Hä? Du hast... Nee. Ey, Schusstäuschung. Ey, sei doch nicht nervös, Bruder. Schon mein Leben. Ich wusste nicht, Freunde, ich dachte, wir spielen hier entspannt. Er spielt um sein Leben hier gerade. Ey, ohne zurückfallen lassen und sowas. Junge, ich hab Pressing, Druck nach Fehlern, alles. Was hast du überhaupt für ein Team? Gutes. Alles full Totti. Oh, wirklich jetzt? Er hat Van Dijk Totti, Arnold Totti, wen noch? Mané Totti? Hülle, De Bruyne Totti. Junge, mieser Schwitzer. Achso! Achso! Oh! Hey, was hat der Mbappé mit dir gemacht? Du hast dich auseinandergenommen. Atamo Aubameyang 20er PSN Card. Scheiße, ich hab vergessen zu dabben. Scheiße. Mo sitzt nicht mehr auf seinem Platz. Was macht er? Weiß nicht, Werbung läuft. Junge, was bist du denn? Der macht einfach Werbung mitten im Spiel an. Hat er Werbung gemacht? Johannes hat einen Euro raus. Moaba ist leider gestorben. Bruder von Moaba zockt jetzt weiter. Scheiße. Moaba ist leider gestorben. Wo sind deine Fokus-Trikots? Fokus-Clan. Heim. Achso. Ja, du bist doch heim. Ja, das sind meine Heimtrikots. Ich hab die nicht angemacht. You are my only. Don't need to go. Ja, Mbappé ist aber echt nice, Digga. Ohne Spaß jetzt. Aua. Legenden sagen, Van Dijk liegt immer noch ein. Aber Boutrey Green, ich weiß nicht, was für ein. Guck mal, er sieht aus wie 12, ich schwör's dir. Wie so ein 12-Jähriger, der noch keine Haare am Sack hat. Aber der hat sich durchgesetzt. Ja, ich schwöre gut. Der sich immer so auf alle einen runterholt, so 6. Klasse. De Bruyne. Hä? Achso. Achso. Ja, okay.
Nein, 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 Mo, nein, Mo. Wir spielen gerade gegen Mo, Freunde. Gegen Mo Auber. Verlierer muss 20er PSN-Card verlosen. Er streamt auch gerade. Könnt ihr mal auf seinen Twitch-Kanal ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bei Stylo auch auf YouTube Auf vorbeischauen. YouTube wichtiger. Als Twitch? Twitch ist doch wichtiger. Nein. Abo da Alter. lassen ist YouTube wichtig, weil man das sieht man das fast gar nicht. Oh nein. Oh, so. Ey, Hör mal auf, mich Scheiße. abzulenken. Junge! Ich schwöre, du hast nur verteidigt jetzt, weil du so schlecht verteidigt hast. Wer verteidigt so? Junge, ich habe gerade auf Chat geguckt. Lass mich in Ruhe. Dann sag 5.500 doch. Zuschauer, Freunde. Thanks, man. Guck mal Boah, wir jetzt. lassen. Boah, Mbappé ist jetzt weg. Wir lassen Oh! Herrera die ganze Zeit frei, ehrlich, das war Taktik. Ich hätte einfach schießen können, aber ich wollte dich ein bisschen hops nehmen. Dein Eusebio war so gut, der ist einfach weg. Hör auf jetzt, Digga. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Ich schwöre, der war so krass, ey. Meiner war so kaputt. Ja, deiner war so kaputt. Der war Mann. so alleine, Alter. Freunde, das wird leider nichts hier. Ich glaube, Eli gewinnt das Spiel. Der ist zu Ja. stark gerade. 25 Minuten. Der ist immer übermotiviert, weißt du, wenn man den lobt, merkst du gerade? Auf Ja, einmal Junge, macht ich er spiele irgendwelche immer Skills. so. Bei Auf Gott, einmal macht er irgendwelche Skills, die er gar nicht kann, ich Alter. spiele immer so. Online Junge, du bist Qualifier. einfach rechts. Online Qualifier, die. Links. Online Qualifier, die denken, ich hab FIFA Street, Junge. Die denken, ich hab mich verdrückt im Modus. Online Qualifier. Die denken, hä, hey, Junge, was will er? FIFA Street ist andere Modus. Junge, ich will doch ein bisschen Spaß haben in diesem Spiel. Ich bin noch einer der wenigen, der Spaß haben möchte. Guter Ball Wie da. was ist das, Totti Qualifiziere Mbappé? dich mal, Junge, für ein Event. Ich komme mit als Coach. Ja, ohne Spaß. Aber so hart sich zu qualifizieren ist super hart. Penis ist so hart. Let's go! Mit den roten Mbappé, Junge. Gib mal den Sydney Ball ist her. eingeschlafen. Sydney spielt selber gerade. Ach so, Digga. Van Dijk, hä? Ich schwöre, seine Totti-Karte ist 7 Meter groß gefühlt. Und es wiegt auch Das. irgendwie 40 Kilo mehr. Sieht so irgendwie so aus. Also ich fand das wirklich unfair. Abseits. Mann, ey! Oh. Aber De Bruyne fällt nicht auf, Digga, bis jetzt. Er macht mir zu wenig da, momentan. Pff, schwöre, ich habe auf MAP Wohin gespielt. halt? Ich habe auf MAP gespielt, du Hater. Guck mal, das hat Ronaldo Totti die ganze Zeit bei mir gemacht, dieses Dribbling. Junge Mann! Schade, Freunde. Mo, bitte vernasch die Schmalzlocke. Junge, chill ist, die wollen das erste Spiel. Ja, Freunde, ich muss gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hab den gelockt. Schön, hast du Glück, dass der Van Dijk schaut. Ja, Dieser Van Dijk ist krank, ehrlich. ja, ich schwöre. Das ist krass. Der sieht auch so voll beweglich aus irgendwie. Guck mal, dieser eh. Hüftstabil, keine Ahnung. Ey, Rudet, ich vermisse ihn so doll. Gib mal den Ball. Ah. Yes, Mann, let's go! Nein, Let's go, gibt's ja Mann! nicht. Style, du musst mich ein bisschen mehr coachen, Mann. Ja, Let's klar. go! Ich sehe das Tor erst jetzt, Mann. Ihr seid. Voll das voll. Warum kommst du nicht Share Play? Junge, Wie als ist ob. Ethan? Shareplay. Wie lass zu zweit gegen Eli spielen. Hä? Ich schwöre. Nein, 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 nein. Der Dembélé hat scheint schon das ganze Spiel. Ein Angriff noch. Gönn, Herr Schiedsrichter. Ein Angriff noch, gönn Schiri. Ja, scheiße. Ah. Okay. I think so. Okay. I think so. Edi verkauft wieder ganze Team. Ja, bis jetzt, die Bräune gefällt mich aber nicht so. Nee, Spaß, ich muss gucken. Schiedsrichter! Er kommt aus Libanon, der Schiedsrichter. Safe, Digga, es muss Cousin. Ich pfeif doch mal ab jetzt. Schade. Eli, wieso hast du keinen Twitch?
Ja, Eli macht alles richtig, Alter. Ich mache auf YouTube, Freunde, weil ich mir erstmal bei YouTube was aufbauen möchte. An alle, die noch kein Like und ein Abo dagelassen haben, können sie jetzt gerne machen, Freunde. Ein bisschen Support da lassen. Ein bisschen Support. Ja. Das Team hat keine Zukunft, glaubst du? Luca, ich glaube auch. Irgendwie, weiß ich nicht. Nein, ich mache jetzt mal ein bisschen. Wir konzentrieren uns mal ein bisschen. Ich feiere die. Welche Porno-Kategorie feier empfiehlst du? Ganz ehrlich? Die Tschechen sind immer schon ganz cool, Alter. Die was? Tschechen. Junge, du hast ja noch schlimmere Aussprache als ich. Ich habe richtig Probleme mit diesen Sch. Oder Renato Sanchez. Renato Sanchez. Boah, Arnold, come on. Renato Sanchez. Nein! Hä? Was machen die? Er ist so nervös. Ich, voll komisch, ich schwöre, wie die spielen. Hey, Eli, was mit deinem Puls? Ey, ich will mir diese Uhr kaufen, ne? Für Puls. Du musst das im Stream anzeigen lassen. Ja, ist voll geil. Boah, bestimmt geht dein Puls immer richtig hoch, wenn du über Storys redest, ne? Wegen Hertha. Nein. Boah, ich hab den gerade so an den Eiern, ne, Jungs? Der weiß gar nicht, wo rechts und links ist. Chill mal, Junge. Ich konzentriere mich jetzt, Junge. Was willst du von mir? Er leckt mich hier die ganze Zeit ab. Ihr redet hier die ganze Zeit über irgendeine Scheiße. Ich schwitze jetzt um mein Leben, Junge. Du hast den Löwen jetzt aus dem Käfig geholt. Mach mal, ich bin gespannt. Zidane. Er meint's ernst. Boah, was ein Bambusschuss, ja. Für Statistik, damit du nachher sagen kannst. Wer schießt denn von da, Junge? Hast du Zidane eingewechselt, oder? Ja, Junge, er schwitzt um sein Leben. Ey, den hab ich gekauft. Er spielt Leihspieler, er meint's ernst, Junge. Er nimmt diese 20 Euro zu ernst. Jungs, ich hab den noch von letzter Woche, sein Preis war nur zu niedrig. Das ist sogar letztes Spiel so von ihm, von Zidane. Die Leihkarten laufen ja nicht ab im Freundschaftsmodus. Er hat den Dings da gegeben. Er hat den auch diese plus 10 Attribute und so gegeben. Let's fuck, oh mein Gott, Chill mal. Ey, ich hab gerade meine Schuhe eingestellt. Ist De Bruyne bei dir im Sturm oder was, Mo? Ja, klar. Hä? Noch nie so einen Angriff gesehen. Ey, bald! Oh mein Gott! Ey, du bist Chill mal. Hätten wir mal dieses Pulsgerät jetzt, du wärst bei 170. Der ist komplett. Warte. Habt ihr gesehen, wie er sich gedreht hat? Der wusste gar nicht, wohin. Guck mal jetzt! Ey! Ja, Junge, meine Spieler haben Intos. Meine Spieler haben Intos, Junge. Sanchez. So best of three, Junge. Ich mach doch extra, damit du so ein bisschen. Du weißt nicht, mit wem du dich hier gerade anlegst. Ah, scheiße. Mo, bei dir dein Mané, Alter. Aber dein Mané ist nicht so gut, ja, finde ich auch. Also voll unauffällig. Oh mein Gott, Van Dijk rot, Schiedsrichter. Was? Oh mein Gott. Digga, was war das für eine Grätsche? Jawohl, Alter. Lass YouTube-Video machen. Spiel um 20 Euro. Neue Serie. Um 20 Euro. Er denkt, es ist Clickbait, Junge. 20 Euro. Lass machen. Das Mann, De Bruyne ist so schlecht. Oh. Abseits. Schlechte Ballannahme. Ja. Bildchen weg. Boah, ich war so weg. Digga! Ey! Aber dein Pressing ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wohin. Guck mal, sein Van Dijk, Junge. Van Dijk beleidigt mich die ganze Zeit auch beim Rauslaufen. Beleidigt meine Spieler. Nein. Yeah.
Boah, ist ja richtig geschwitzt. Ja, schön. Immer ruhiger hier. Guck mal, ich lock ihn, damit er diesen Pass spielt. Ey, ich schwöre, dieser Van Dijk ist nicht mehr normal, ne? Du kommst da gar nicht vorbei. Vor allem, er ist so schnell auch auf den Beinen. Niemals. Nein, du kommst doch dran. Oh! Nein, da ist noch einer. Ich schwöre, er hat sich hinter ihn versteckt. Ich dachte, er wäre durch. Du bist sehr wild. Ich schwöre, Varane war nicht mehr da. Ich dachte, er wäre alleine. Weil deine Innenverteidigung hast du Stürmer eingestellt, oder was? Ihr seht, die chillen die ganze Zeit bei mir im Strafraum. Er hat den Liverpool-Video vorher noch gezeigt, seinen Spielern. Naja, lass mal deine Filme. Oh! Oh! Emilio! 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 Oh mein Gott, was für ein Amateur auf dieses Verteidigen. Nein! Ich lock den nur! Nein! Warum? Hä? Warum spielt er den so schlecht? Tschüss. Ich wusste unterwegs schon. Oh. Wollen wir das nochmal wechseln hier? Ein paar andere Leute. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hazard 95 kommt rein. Warte, chill mal. Wir bringen Kent. Boah, Zidane kann direkt wieder rausgehen. Der ist echt einfach da, Alter. Leute, es geht hier um 20er PSN-Card. Can I get a blanket? Zur Welle hast du wieder CR7 Euse und erneut Edi. Ich glaube auch. Jungs, guckt euch das mal an. 9 zu 1 Schiss. Ja. Junge, du schießt auch von überall, du Eierkopf. Er schießt aus 40 Metern. Boah, du guck mir das Spiel nochmal in der Analyse gleich an. Ich sag dir ehrlich, du hattest 3 hundertprozentige, aber sonst deine Schütze waren lost. Ich hätte auch immer raufschießen können. Mit Mbappé vorhin. Junge, du warst nicht mal in meiner Hälfte, was redest du? Halt's Maul, Junge. Emilio Butragueno, ich hätte auch einfach schießen können. Er schießt aus 2,5 Grad Winkel. Gönn. Van Dijk. Ja, Van Dijk, ja. Jetzt Maul, Van Dijk. That is not good for us. Schlimmster Mensch der Welt. Dragback. Ja, guck, Digga, wer schießt von da? Kein Mensch schießt von da. Ich habe nie gesehen, dass der reingeht. Junge, Dragback, du hättest Ball verloren, weißt du? Guck mal, Van Dijk. Schieß! Lost. Mann! Ich will das Spiel schnell machen, Junge. Ich will noch ein Tor machen. Ich will gegen Silber einspielen. Glaub mir, ich gewinne es. Glaub mir, ich bin mir so krass sicher. Guck jetzt. Oh, Arnold Totti. Ja, diese Grätschen, hä? Wieso? Guck dir das mal an. Emil-Chan Götzke, ganz schön. Für dein Abo. Okay, die hat die ersten 10 Minuten gut gespielt und danach wie Bronze 2 Spiele. Nein, Junge, ich sag dir ehrlich, sein Van Dijk hat irgendwie Schienbein schon dann nochmal gerichtet, hat Schnürsenkel nochmal neu gemacht und seitdem, ich komme nicht mehr raus. Aber Jungs, wenn ihr wissen wollt, wie man so presst, ich habe neue Taktik rausgefunden, heute auf YouTube gestellt. Ja, aber ist wirklich gut, ne, dieses Pressing. Es ist unglaublich, ich sag dir, es ist unglaublich. Ich habe noch nie, also die laufen, also manchmal klappt halt nicht. Ne, aber manchmal bin so, wenn ein Pass mehr durchkommt, dann bin ich durch. Ja, ja, das ist voll risky, aber so bockt halt wer, ne, weißt du? Ja. Da soll ich mich hinten reinstellen halt. Digi, du spielst gegen Eli, Mann, das ist gar kein Ding. Guck mal, aber er schießt auch von überall. Ich schwöre, er schießt das von überall. Das war Schusstäuschung. Yeah. Ja, man muss ja auch guck mal, ich schwöre, ich komme nicht raus. Guck mal, was sind das auch für Pässe, Eli? Was daran? Hä? So ein einfacher Pass. Style. Du kannst nichts gegen ihn sagen. Schieß wieder. Schieß aus Drehung. Also, Digga, die werden nie reingehen. Ich schwör's dir, die werden nie reingehen. Ich will nur Ecken rausholen. Kampf an Deck Ecken, Tore? Hat er schon Kopfball ja. Gemacht? Ja, er kann. Der Trade, Eckentore, Kopfball. Schieß mit Kanté. Ey! Ja, okay, jetzt, Digga, jetzt Kontertor. Ja. Junge, was für Kontertor? Komm mal in meine Hälfte mal wieder. Hey, deine Innenverteidiger gewinnen jeden verkackten Zweikampf, ich schwöre. Hey, du musst mal wieder in deine Trickkiste greifen, du hier am Anfang. Junge, da gibt's nichts zu tricksen. Sein Van Dijk frisst mich zum Frühstück. Guck mal, ich komm nicht mal raus. Ich will einen ganz normalen Pass spielen, hä? Ich gewinne Elferschießen, du wirst sehen. Weekend-League-Spiel.
Nein, aber nein. Ey, ich schwöre, war kein Fehler, ich schwöre. Ich schwöre, war kein Elfer. Verschieß. Verschieß. Wohin schießt du? Wohin schießt du? Wohin schießt du? In die Mitte. Okay. Ich hab Angst, ihr des Mindgames. Warte, warte, warte. Und jetzt kommt das Tor. Weekend League. Oh, Mann, Digga, warum läuft. Kennt nicht durch. Ich schwöre, ist gefaked. Ich mache hier. Ja, ich ändere jetzt Formation und so. Kann doch nicht wahr sein. Guck mal, wie offen alles ist, aber ich komme nicht durch, hä? Nee, mal keine Ausdauer mehr. Bitte. Ja. Ja, ist fake. Oh. Er steuert Torwart. Nein. Oh. Ja. Wir haben. Ja. Scheiße. So fake. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, wie spät ist das? Junge. Leck, Mo. Was ist das hier? Junge, der hat einfach fast Tor gemacht, ne? Ehrlich, das ist. Mann! Ey, aber du hast die ersten 10 Minuten nicht so Pressing gespielt. Hast du nicht? Du nee, hast umgestellt. Ich hab irgendwann gewechselt. Ist nicht mehr normal. Ich schwöre, ich habe gegen sowas noch nie gespielt. Guck, YouTube-Video. Ich habe sogar. Das bei Gott, das ist richtig unangenehm. Aber guck, ich wette. Auch, Jeli. Dir kannst auch helfen. Guck auch. Ey, ich guck mal in deinem YouTube-Channel, ob du überhaupt gerade zockst oder irgendein kleiner Bruder von dir. 80, ich hab 80% Passgenauigkeit. 80%. Mal, ey, du bist 5% in meinem Viertel. Ich bin 20% in deinem. Ich, bei Gott, mein, ohne Witz, man kommt da nicht durch. Irgendwie meine Spieler, die machen auch nicht die Laufwege und so. Egal, ich versuch mal was anderes, Digga. Ich probier mal. Ey, Style, der ist. Style, ich brauch Hilfe, Digga. Du musst mich coachen. Ja, push. Junge, der gewinnt eh so ein Spiel, das ist immer so. Schieß ein Tor, so. Verteidige gut. Schieß ein Tor. Schieß ein Tor jetzt, komm. Okay. Aber wie also Tor schießen, Style? Wechsel Modric ein. Guck mal, wo soll ich hinspielen? Ja, mach so, dass du ein Tor schießt. Okay, warte. Nein, hä? So ein schlechter Pass von Mbappé. Jetzt verteidige gut. Okay, warte. Gut verteidigen? Ja. Ah, danke. Danke für den Tipp. Ja, Digga. Oh mein Gott, der hat Schiedsrichter gekauft. Und jetzt schießen Tor, Eli. Okay. Deine Abwehr ist gecheatet, bei Gott. Ich komme da einfach nicht durch. Einfach wieder gut verteidigen. Dann da weiß Dossery, kannst du mit Dossery zusammenholen. Hat er gesagt, oder was? Abseits. Nein. Ja, Ter Stegen, Ehrenmann. Was? Mach ich. Ich hab nicht mal hingeguckt. Ich hab nicht mal hingeguckt. Er ist so schlecht. Ich guck Karte, ich hab Ball. Ich schwöre. Warte mal. Man kann nirgends wo hinspielen. Sowas kann man nicht coachen, Freunde. Tut mir echt leid. Guck mal, ey, warte mal. Man kann nirgends wo hinspielen. Ich schwöre, mein Gott, das ist so krass. Ich spiel auf Zeit und geh in Elfer schießen. Ja, mach das. Oh, jetzt! Da ist die Lücke! Da ist sie! Ja, geht nicht. Er hat noch Varan, Totti. Das war noch schlecht gemacht. Egal, mach ein Tor jetzt. Oh, ich hab keine Lust mehr, das ist ja unfassbar, was du da spielst. Ist fake. Ich schwöre, ist fake. Was doch ein Fake aber noch, Holm? Du hast gespielt wie eine Eierkloser. Ist fake. Ich schwöre, du musst mal auch gegen ihn so spielen. Anschlussbug regelt. Ah, ich muss auf Englisch sehen, dass du mich verstehst. Ja, Junge. Ey, ich schwöre, ich hab noch nie so wenig Platz oder so gehabt in irgendein Spiel. Ich meine das krass ernst.
Ich meine das krass ernst. Nochmal neu. Spiel nochmal so. Ich mach es. Digga, ich mach alles nochmal neu. Bei Gott. Oh mein Gott. Du musst. Weekend League auch so easy 22. Nein. Glaub mir, Weekend League würde das nicht funktionieren. Bei der Weekend League würde es nicht funktionieren. Ich hab 22-0 geholt, dann disconnect. Hä? Lade mich mal nochmal ein. Das hat jetzt Ehrgeiz von mir geweckt. Ich werde jetzt. Egal, Jungs. Ich geh pennen, Heide. Ich werde mich da jetzt drauf einstellen. Ich werde mich da. Ciao. Wir machen Best of Three, Freunde. Best of Three. Warte mal. Ich muss jetzt hier irgendwas ändern. Kannst nicht, das ist die Taktik. Du kannst meine Taktik spielen, das ist ich dein brauch, Gegenmittel. Chill mal. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich brauche mehr Leute im Mittelfeld. Ich schwöre, man wusste einfach nicht, wohin. Boah, der lutscht mir gerade einen, Alter. Ich halt die Fresse, Junge. Ich werde dich jetzt so rasieren. Warte mal. Nein, sag mal ehrlich, hast du gezuckt oder hast du gezuckt? Du bist 4-2-2. Lass mich mal ein. Mit 4-4-2 her. Ich habe ja zwei Formationen. 4-4-2, 4-2-2. Lass mich mal ein. Ich habe ja auch beides gespielt jetzt. 4-2-2 und 4-4-2. Junge, den ersten 10 Minuten, ich lüge nicht, das war ja kompletter Unterschied. Auf einmal, du konntest nirgends mehr hinspielen. Deine Spieler haben auch jeden Zweikampf gewonnen. Junge, das ist die beste Taktik, sagst du ja. Ist ja egal, welche Formation man spielt. Ist komplett gestört. Meine Fresse. Stylo hat schlecht gecoacht, ja. Stylo, das war Stylos Schuld, Freunde. Warum glaubt ihr denn, das war alles Stylos Schuld? Ich kann dich irgendwie nicht einladen. Es geht ja am Ende um die Taktik, nicht um die Formation, Leute. Also diese Taktik, die ist komplett gestört hier. Druck nach Fehlern und schneller Aufbau. Weil so sind, habt ihr immer 1000 Männer vorne und die gehen auch direkt immer drauf. Ja. Halt's Maul, Junge. Lad mich ein. Chiquita. Lad mich ein. Ich hab so einen Bug. Ja, ich hab auch den Bug. Du musst Ultimate Team verlassen. Ja, ich muss. Ich bin deine Nutte. Ich muss alles machen. Jungs, ja, ich hab jetzt Gegenmittel. Digga, ich hatte die ganze Zeit... Zwei Spieler im Mittelfeld, wo soll ich da hinspielen? Und meine Außenwand immer zu, normal. Ey, Eli, ich muss sagen, bei deinem neuen Insta-Story-Bild, dein Arsch war echt sexy, Alter. Danke. Das war heftig. Wenn ich nicht auf das war heftig. Mädchen stehen würde, ich würde dich auf jeden Fall anmachen. Danke, ja. Dankeschön. Ne, Freunde, wer stimmt mir dazu? Hat Mo gewonnen, natürlich. Wie ist dein komischer Name? XX Mo? XX Mo, auch bei XX. Ein cooler Name, ja. Wie von einem 12-Jährigen mit XX, Junge. Bist du Mann, Call of Duty Call of Duty Clan oder war mit Junge, ich hab XX, alles Junge? Versucht, alles vor allen Dingen mit große X oder was? Irgendwas da ist groß. Großes X? Erste X ist groß. Komm, ich lade dich schon ein. Mach keine Kopfschmerzen. Nein, Junge, war Verbindung. Verbindung war auf deiner Seite auch. Deswegen. Ich lade dich jetzt ja, ein. Ja, mein Chat sagt auch, dein Arsch ist zu krass. Mo. Au. Danke für die ganzen Subs, die gerade reinkommen. Das ist echt heftig, der Support. Alle von mir, Junge. Nochmal, ja, das großes, war Ironie, Alter. Großes X? Großes X? Ich hab dich schon eingeladen. Junge, jetzt muss ich hier wieder in Libanon spielen. Deine hässliche Fratze auf diesem Bildbanner, Junge, deswegen kann ich nicht spielen. Meine Spieler sind Scheiße, boah, mir fällt das Wort nicht ein. Mir fällt das Wort nicht ein, du Wichser. Der DJ! Der hat immer CD nach hinten gemacht. Hör mal auf zu babbeln jetzt, Junge. Mach mal einen Clip daraus. Hör auf zu babbeln. Wo ist mein scheiß Dreckswasser, Mann? Hör mal, ich mach jetzt Mikrofon gleich raus, ha? Oh mein Gott, war das witzig. Mach mal einen Clip. Hey, Hertha BSC, dankeschön, Banger Chris für 2 Euro, dankeschön, Patrick für 2 Euro. Kannst du meine erste Doni antworten? Ich lese es gleich alles vor, Freunde, auch die ganzen Abos, die reingekommen sind. Dankeschön für den krassen Support. Ich glaube, wir haben fast 117.000 Abos. Freaky Boy, vielen Dank für dein Sub. Samuel, Spion, Splitter. Leute, jetzt, wenn ich jetzt verliere, muss ich eine 20er... Oh, deine Subs, die rasieren alle. Muss ich 20er PSN-Card verlosen. Du kriegst ja geile Subs hier. Donate mal für ihn. Die 20 Euro, die tun ihm weh. Donate mal 20 Euro einer. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich habe jetzt Aufstellung geändert. Ich schwimme jetzt gegen den Strom. Chill mal dein Leben. Hör auf mich vor. Guck mal, er kann sich mal Ball annehmen. Hey, das war Taktik. Jetzt habe ich so viel Platz.
Wenn das Spiel nochmal so läuft, quitt ich. Guck mal, Van Dijk, wo der Angriff. Ja, das ist krass, ist heftig. Aber dann, man denkt, man hat Platz. Ich schwöre, man hat keinen Platz. Man ist alleine da vorne. Weil du genau schnell, weißt du, wenn du schnell spielst, ja geil. Ballbesitz ist ja effektiv dieses Jahr. Ja, aber ich spiele doch jetzt hier nicht auf 60% Ballbesitz. Ja, ich sag ja, gegen Ballbesitz ist das schwierig, die Formation. Ja! Ein Spieler mehr im Mittelfeld. Lass mich nicht. Scheiße. Hä, wieso macht der Depp nicht? Hä, wieso hat der kein Depp gemacht? Oh mein Gott, was ein Schuss von diesem Lappen. Oh, Banger Chris, danke schön für dein Abo. Jungs, pusht mich doch mal. Junge, wie geht Depp überhaupt im FIFA? Was? R1 Dreieck, was war das? Depp? Ja, R1 und ich glaube 2x Dreieck. Meine Community, Leute, 5000 Leute müssen mich jetzt hier supporten. Mach doch mal, schreib mal was Edi Army Junge, oder so. Junge, denk daran, du hast gerade auch 1-0 geführt. Geh zu Mo und Chat, beleidigt ihn. Macht irgendwas. Oh mein Gott, ich bin nervös. Guck mal. Oh, Mbappé, lauf doch, Bruder. Na. Ey. Nice. Ey, wohin rennt man denn? Boah, der jetzt sehen wir hier den wahren Eli, der Schwitzer. Der macht mal cool, ne? Aber wenn es hart auf hart kommt, 70% Ballbesitz. Er denkt, ich will nochmal so rasiert werden. Oh! Na, Van Dijk ist so schnell, er ist so schnell, Dick, er ist Usain Bolts Cousin, bei ja. Gott, er ist so schnell die ganze Zeit da vorne, immer an meinem Spieler ran, an Mbappés Arsch, Digga. Beziehung führt er damit. Nein, ah. Dort gesteuert, Junge. Ja, so Junge. Machst du deine ganzen Schüsse. Du willst von da nicht schießen, ne? Ja, ich schwöre, ich hätte nicht geschossen. Ich habe noch nie gesehen, dass er reingeht. Oh, so schlimm. Ey, der lässt ich schwöre, durch, ja. Ohne Spaß, Freunde, im Most Chat. Das Schlimmste, was passiert, ist, wenn du dann den Ball eroberst, aber so bei dir, so vorne irgendwo. Dich laufen 47 Leute direkt wieder an. Es ist so, guck mal, wie die mich verfolgen. Das ist ein bisschen aus der Hölle, aber. Ja, ich mach's jetzt das anders. Das geht aber, glaube ich, auch nur mit Tottis, weil die Ausdauer wird doch krass. Ja. Nein! Van Dijk, Bruder. Leute, die Spenden lese ich danach alle vor. Geht zu Mo rüber in Chat und schreibt Eli Army. Zu Mo rüber in Chat und Eli Army rein. Ah. Mitte. Du musst in die Mitte. Tschüss! Tschüss! Ich hab nie mein Leben gesehen. Das war CPU. Oh mein Gott. Dieses Spiel Mann. Ist am Ende, Jungs. CPU macht Zeit vom Rückzieher. Nein, hä? Ey, ich will den Ball gar nicht bei mir vorne erobern, ne? Das ist das. Ich schieß den Ball einfach zurück. Oh dann. Mein Gott, deine Zuschauer sind alle bei mir. Ey, die Auswärtsfans sind da. Mach mal so Hurra, Hurra, Eliami ist. Ja. Oh mein Gott, wie viel ich geredet habe. Guck mal, Anschlussball. Guck mal, alle bei mir sind vorne. Mann, warum spielt Dreieck, Mo? Wieso spielt er den so schlecht? Autopass. Oh, wo ist mein Abwehr? Nein. Hast du Alisson Tor, Totti? Nö. Mann, ich dachte. Tschüss. Guck mal, Arnold, RF.
Digga, Kante, Totti. Boah, Vieira, Alter. Oh, das war nicht so schlau. Oh, oh mein Gott, Dembele. Van Dijk, Digga, er tritt Mbappé in ein Arschloch rein, Junge. Deswegen macht er irgendwas da. Boah, ich bin so am Schwitzen jetzt gerade. Dann Dennis, Denner. Ja, genau. Oh, wohin? Moin Mama. Lenk ihn ab, lenk ihn ab. Ja, Ehre. Du sollst mich ablenken, sagt er. Nein, er steuert. Er steuert. Wie schnell hast du gesteuert? Ich hab gerade noch gesagt, ich bin so Baba geworden in Torwart lenken. Boah, Digga, dann krieg ich Konter. Okamiso, Okamiso. Fake, ich schwöre. Dieses Spiel jetzt ist jetzt... Ich hätte zweimal Tor machen müssen. Let's go, Freunde. Wir lassen uns von diesen Auswärtsfans hier nichts einreden, Leute, weißt du? Ihr müsst ihn beleidigen. Ihr dürft nicht Ediami, ihr müsst so schreiben Glatzkopf. Scheiß Glatzkopf und so. Das müsst ihr da reinschreiben. Das motiviert mich nur. Dann will ich den zeigen, weißt du? Verkauft ihn. Junge, hast du überhaupt noch Zuschauer, Alter? Ich habe 1 Million Auswärtsfans. Bei mir sind da 5000. Wie viele Zuschauer hast du? An. Guck mal, ich habe 6200. Er will immer nur Flakes, merkt ihr, Alter. Was redest du? Du hast doch gefragt, Junge. Ja, ja. Oh, aber Camisa. Es ist wegen Delay. Wegen Delay verliere ich gerade. Come on, come on. Van Dijk, ich schwöre, ich habe so Angst vor ihm. Guck mal, was soll ich denn spielen? Oh, jetzt. Van Dijk ist weg, Bruder. Jetzt kannst du ein Tor machen. Jetzt könnt ihr ein Tor machen. Jetzt, guck mal, Van Dijk ist nicht da, du schießt Tor. Van Dijk nicht da, Tor. Immer. Anschlussbar. Er ist der schlimmste Mensch. Benji meinte zu mir, Van Dijk ist nicht gut. Er backt angeblich so viel rum, Junge. Ja, Mann, der backt rum, halt. Du brauchst gar keine Abwehrspieler, Mann. Auch Arnold, er sieht so krass aus, die ganze Zeit bei dir. Ja, Mann. Jetzt ist er nervös, Freunde. Er ist nervös ein bisschen. Merkt ihr? Ja, ja. Wenn der. Oh, ach, hallo! Nein, wenn der ankommt. Denn. Boah, die Mitte ist dicht, Alter. Oh mein Gott, der kommt sogar an. Oh mein Gott, Torwart gesteuert. Torwart gesteuert. Er denkt, das Einzige, dass er R3 drücken kann. Van Dijk. Ja und? Der war trotzdem nicht gut geschossen. Guck mal, den Stürmer, hä? Niemand ist vorne. Ah, ich hab Angst, Digga, ich hab Angst. kommt an! Nein, ich schwöre, manchmal funktioniert das. Aber jetzt kann ich den Ball hinten nicht mehr verlieren, das ist gut. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Ballbesitz bei dir in der Hälfte. Wenn du so gepresst wirst. Dauert. Machen wir jetzt hier ein bisschen schnell, Digga. Lass dir ein paar Eier wachsen. Ja, 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 ja. Okay, aber kein Problem, Bruder. Komm her. Komm her. Mein Ball. Komm. Van Dijk ist weg. Van Dijk ist weg, Freunde. Wir können wieder ein Tor machen. Nein, Kanté ist ja noch da. Junge. Jawohl. Der ist so schlecht, Mbappé. Ja, er kann nur mit Tottis, Leute. Woher kommt der? Ach, ich kann Bock mehr. Van Dijk steht so frei. Ich schwöre, ich weiß nicht wohin. Bist du süß, Alter. Vor allem gegen mit Butragueno gegen Van Dijk, ey.
Der sieht so, weiß nicht. Hast du? Boah. Schade. Schade, die. Komm mal. Mann! Oh Gott, was ist für ein Pass? Ja, aber warum machst du den zu und nicht den in der Mitte? Das war so schlecht verteidigt von dir, ja, dass du den zu machst. Junge, ich weiß ganz genau, was du machst, was redest du? Ich will schon, dass du den Pass spielst. Was, Junge? Kannst du mal Deutsch reden? Hat deine Fresse. Oh mein Gott. Mo spielt wie die Amateure. Ha. Reimt sich nicht mal. Mo, du Eierkopf, Mo, du verlierst. Junge, gut. Wo ist hier. Gut, Freunde. Weiter so. Das brauche ich. Das von Ami. Edi pusht deinen Jürgen. Er muss ihn dir gleich würgen. Ja, Freunde, gut. Danke für den Support hier. Wenn ich das Spiel verliere, muss ich eine 20er PSN verlosen. Habe ich gar keinen Bock. Timon Reichstein und danke an die ganzen Subs, die hier reinkommen. Ich muss den Freunde wieder Stürmer spielen, wie gerade, der rasiert. Samu hat 2 Euro raus, Leube wieder da. Sultan hat 2 Euro raus, ich will einen 12-jährigen weinen sehen, nimm ihn mal durch, hä? Jungs, gleich bekommt ihr einen 20er PSN von Eli, was sagt ihr dazu? Nein. Ja, Hulet. Aber dein Team ist auch perfekt abgestimmt irgendwie, ne? Dein Mittelfeld ist so zweikampfstark. Jetzt. Das ist wegen hartem Training in der Woche. Ich kann nur nach hinten spielen irgendwie. Aber ich will das ja auch. Das denken die im Qualifier auch, aber den juckt das nicht, ob die nach hinten spielen. Die feiern das sogar. Jetzt, Leute, wir müssen hier einfach ein Tor schießen. Nee! Ey, was macht Kent? Er läuft doch schon durch. Er bricht auf einmal ab. Aber guck mal jetzt hier. Na, ja, von dem. Was? Mbappé, du bist so lost. Hä? Warum hat er den Ball so schlecht mitgenommen? Guck mal, Mbappé Totti. Oh. Mbappé Totti, was machst du da, Bruder? Schade. Boah, jetzt fängst du aber richtig an zu ölen, ne? Ich weiß jetzt, wie man gegen dich spielt, Junge. Kein Problem, Van Dijk. Nein. Ey, dieses Spiel, Mann. Ne. Nein. Du bist so ein Öler. Du bist so ein Öler. Er sweatet. Ich schwör's dir, ich war 3-4 Mal alleine vorm Tor. Eigentlich musst du das Spiel gewinnen. Let's go! Weißt du auch selber. Kent ist so schlecht. Oh, komm, Kante. Nein. Ja. Nein, hä? Okay. Freunde, das war's. Weil ich mache jetzt Time-Wasting. Abseits. Let's. Hä? Oh, ja, lass dir Zeit, Bruder. Lass dir Zeit. Schiedsrichter, gönn. Let's go. Fake-Spiel. Freunde. Das war Fake-Spiel. Das war ein Fake-Spiel. Das war Eli letztes Mal gegen mich gewonnen. Das war ein Fake-Spiel. Digga, ich war 3-mal alleine vorm Tor. 3-mal. Ja und? Wo sind die Chancen? Chancen sind nicht da. 2-mal mit Mbappé. Digga, warum nimmt Mbappé den Ball so schlecht mit hier? Erklär mir das. Guck mal, mein Stream. Guck mal. Sie selber bei mir. Hä? Aber warum stehst du da? Weil ich Angst vor Van Dijk hatte. Guck mal, er beleidigt jetzt Van Dijk. Er beleidigt jetzt Mbappé. Du kleiner Wichser, ich nehm dir safe den Ball ab, Junge. Mbappé, mies Angst, Junge, lass mich in Ruhe, Junge. GG, Freunde, Dankeschön. Lass mich in Ruhe, Junge. Guck mal, wir können machen alles oder nichts. Also was? Doppelt oder nichts. 40? Nein.
Ich biete dir das nur an, weil ich fair bin, weißt du? Ich mach das nicht, weil ich denke, ich gewinne noch. Aber ich will, wir müssen ja irgendwas verlosen, so. Hä, du verlierst sowieso. Achso. Ich schwöre, ich würde nicht verlieren. Guck mal, ich biete die jetzt an. Okay, was? Sag. Wir machen das nochmal. Wenn du verlierst 40 und wenn du gewinnst, halt verlose ich 20 nochmal. Okay. Jetzt lade ich dich ein, ich will nicht in Libanon spielen. Das ist Drecksverbindung dort. Wollt ihr das haben, Chat, oder über, sollen wir was anderes machen? Überall liegt Hummus rum. Wir können auch Scribble spielen, mir egal. Überall liegt Hummus rum. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, Scribble können wir auch. Hast du Bock auf Scribble später, wenn wir viele sind? Scribble? Das heißt Scrabble. Scrabble. Scribble. Scribble, Deutsch. Paco Mutanta hätte den gemacht. Ohne Spaß, Luca, er hätte den gemacht. Lass, ich will noch ein Spiel gegen dich machen. Ich will noch mal ein Spiel Scheiß gegen dich machen. Scheiß auf Eli-Stream, gönn mir jetzt dein Taktikvideo. Ehrenmann, können alle vorbeischauen. Ey, verkauf mich nicht. Erstmal, ach ja, Leute, die ganzen Donis lese ich mal vor. Und die ganzen Abos. Dankeschön, Leute. Wir haben fast 500 neue Abos. Junge, warum lachen die alle aus wegen Scribble? Daniel Lupo, der haut 3 Euro raus. Hertha und der KSC, Grüße aus Karlsruhe. Dankeschön. Patrick Star haut 2 Euro raus. Habt ihr Jürgen Totti gezogen und verkaufen oder behalten? Verkauft den. Mein Chat sagt, Eli hat immer große Fresse, aber nichts dahinter. Junge, ich will noch ein Spiel machen. Hey, eigentlich kann Chat nur gewinnen, ne? Ja, natürlich kann Chat nur gewinnen. Hey, an sich spielen wir jetzt einfach nur nochmal um 20 Euro. Ja, an sich schon. Lack, le, le, le. Boah, ich freue mich auf Patch, Alter. Du gewinnst ja eh, boah. Nee, ich, Eli macht jetzt ernst, ich sag's euch. Wo ist denn hier, Hä, Digga? Hast du eingestellt, dass man dich nicht einladen kann? Ich finde mich die ganze Zeit nicht. Ach, Mann, ey. Ist ja anstrengend. XX, ne? Okay, sag jetzt. X, großes X. Großes X, klein X? Ja. Moorba? Groß, klein, alles klein. Alles klein. Was, Und dann? Junge, wo soll ich meinen Namen, Alter? Und dann wieder X? Großes klein X? Klein X, groß X. Digga, was? Ein 12-jährigen Name. Suche keine Treffer. Keine Treffer. Gib keine Treffer. Ja, dein Sting ist verbuggt. Ja, lad mich ein. Spiel mal bitte 85er-Modus. Nee. Bevor ich diesen Modus freiwillig anfasse, ne? Sie gerade auf 5 Euro. Ich überweise lieber jeden Zuschauer 20 Euro die Zeit. Bro, ich versuche zu pennen, rein und viel Spaß noch. Dankeschön, Sie gerade für. Ja, ja. Junge. Du hast mir deinen Namen falsch. Gleich. Wie oft willst du das noch schreiben? Du hast den Namen falsch gesagt. Meine Mods sind gut und haben den richtigen Namen von dir rausbekommen. Und hast du es jetzt gefunden? Warte. Ich habe aber gar keinen Bock mehr gegen dich, Mann. Gibt es nicht irgendwelche guten Spieler hier im Stream? X, großes X und dann kleines X, was du immer laberst, Digga. Großes X gibt auch nicht. Lad mich ein. Wir müssen wieder in Libanon spielen. Lad mich ein. Hm. Bei 3-0 muss Eli 50er raushauen. Boah. Ich schwöre, wenn ich verliere, wir runden auf 50er bis NK. Wenn du verlierst 20, wenn ich verliere 50. So, wir machen einfach so. Meine Fresse. Heute feiern Zuschauer haben heute Dings, ne? Cash-Tag. Guck, wenn er dann in der Lobby ist, ohne Spaß. Kannst du mal reinkommen? Mann, Digga, das Spiel hätte ich gerade gewinnen müssen. 3-mal bin ich allein aufs Tor gelaufen. Mbappé hat Schein gemacht. Diese Laberei. XX, Moauba, X. Hä? Ohne Sinn, haben wir doch eingegeben. Guck, Leute, Zweier Latenz. Er macht extra. Du hattest gerade eine Zweier Latenz, Junge. Jedes Mal er heult rum auf Twitter. Junge. Du bist der Grund. Ja, warte mal. Ja, hier. Ich hatte mit 13 meine erste Freundin. 13, 14. Oh, die war aber echt hässlich, ja. Meine Klasse. Mann, Alter. Verkackte Scheiße. Eli, come on jetzt mal hier. Die Dinger machen vorne. Du hattest ihn gerade. Wie redest du mit dir selber? Ja, mit Eli Geller. Du hattest ihn gerade im Sack, Junge. Konzentrier dich. Straff dich.
Nochmal Haribo. Wie war deine erste Freundin? War die auch hässlich? Meine erste Freundin? Nee. Ja? Mm-mm. Warum war meine dann hässlich? Weißt du, Digga. Hör auf, mich jetzt voll zu labern. Geht hier um 50 Euro. Was machen wir? Best of 1? Ja, Junge. Hör auf, die einzukacken. Anschlussbug. Rave. Boah, meine, fängt wie an, fängt an. Jetzt geht das wieder. Ja, warte mal, ich muss mich konzentrieren. Ich muss wieder anders spielen. Junge Arnold, guck mal, wo der Mann mich anläuft. Guck dir das mal an, Digga. Ich wollte nicht dein Spiel. Abseits. Junge, der hat schon in 2 Minuten 3 Bälle verloren, ne? Warte, chill. Ich muss einfach schneller spielen. Die einfachen Sachen machen. Die einfachen Dinge im Leben. Also wie ein Schwitzer spielen. Nein, okay, das mache ich jetzt auch nicht. Aber so würde man gegen dich gewinnen. Guck mal, wenn ich jetzt nach hinten spiele und nicht nach vorne zum Beispiel. Aber du manipulierst mich auch, Junge. Du sagst, spiel doch nicht wie ein Schwitzer. Guck mal, wie du hier die ganze Zeit mich totpresst. Man muss so spielen, sonst verlierst du. Aber eigentlich hast du voll viel Platz vorne. Du musst schnell spielen. Digga, ich spiel doch die ganze Zeit schnell. Und deswegen verlierst du doch den Ball. Macht irgendwie gar keinen Sinn, weißt du? Scheiß CPU, ich hasse sowas, weißt du? Die rennt komplett. Tschüss! Mann, ey, wo soll man da hinspielen, Chat? Na. Oha! Van Dijk ist vorne, Bruder. Schnell nach vorne. Ja, Junge. Lauf doch mal nach vorne, Bruder. Ey, De Bruyne ist so lost. Also meiner ist gut. Meiner nimmt Bälle an, wie weiß ich nicht. Ach, sorry, ich hatte was im Hals. Aber immer der 1-0 verliert, der verliert. Vorhin habe ich auch 2-mal 1-0 geführt. Immer der 1-0 verliert, der verliert. Das war wieder ein richtig kranker Sprichwort. Real Talk von Eli Geller, Alter. Oh. Freunde, immer wer 1-0 verliert, der verliert, Alter. Immer derjenige, das war wieder. Junge, immer der 1-0 führt, der verliert, Mann. So. Was sagt man nochmal richtig? Konzentrier dich mal. Immer der 1-0 führt, der verliert am Ende. Ja, so, sauber, Junge. Danke. Nice. Moin Mods, moin Eli, moin Chat und Glück an alle. Thanks. Thanks, man, appreciate that. Hä? War sogar grün. Hast du rot? Na. Hey, Digga, dieser Van Dijk, fuckt's ab. Schweine. Torwart, guck mal, passiert irgendwas. Jetzt. Guck mal, man denkt, man hat Platz. Man kriegt's. Man verkackt. Ey, was? Kein Sinn. Oh mein Gott, Mbappé ist so kacke. Junge, weißt du, was ich eigentlich erreichen muss, dass ich bei dir den Ball verliere? Weil dann gehen die immer so geil drauf. Ich schwöre, das ist wirklich so. Nein. Oh. Ja, oh Fake. Fake-Spiel. Ist wegen Heim. Guck mal, Ball verloren? Ja, ist Katastrophe. Ich weiß nicht, wenn man Ball verliert,
Man muss eigentlich ein paar Mal nach hinten spielen. Direkt zum Torwart. Ey, mein Van Dijk ist, wie heißt der? De Bruyne ist übertrieben schlecht. Und dein Mané ist krass schlecht. Ja, warte. Ja, mein Mané und Mbappé, das sind so Schwachstellen. Sydney! Hab ich von dir gelernt! Fake. Ich. Was passiert hier gerade? Richtig kranker Sprichwort. Ja, der Eli hat rasiert. Wer 1-0 verliert, der verliert immer. Guck jetzt, Junge, du lass mich noch aus, du wirst verlieren das Spiel. Ja. Den ich kann mal schießen lassen, Freunde. Ach, Fall. Noch nie habe ich dich einen Trick machen sehen. Ach man, nee, einfach mal. Okay. Hey, guck mal jetzt, wo soll man hinspielen, Bruder? Nein. Come on. Ey! Boah, der ist gut am Ölen jetzt gerade. Der hat keinen Bock mehr. Ach, ich schwöre, dieser Van Dijk, er macht alles von alleine. Er macht jeden Passweg da vorne zu. Willst du jetzt sagen, das Spiel hat keinen Skill? Nein, nein. Mann. Ich schwöre, ich raste hier gleich aus, Mann. Was ist für eine Taktik? Ich schwöre, ich gucke mir dein scheiß YouTube-Video nachher an. Ist schlimmst. Ich komme nicht raus. Ich kann nichts machen. Man denkt, man hat Platz. Ich schwöre, Leute, man hat keinen Platz. Er guckt sich mein YouTube-Video an. Ich feier das. Junge, ich... Ja, ich glaube auch. Ich muss gleich echt gucken, ob er spielt. Chat sagt auch, ich glaube, Jordan versteckt sich hinter Kamera. Chill mal. Man müsste hier auf 70% Ballbesitz und sowas gehen. Aber darauf habe ich keine Lust. Meinst du, das wäre dann viel besser? Ich glaube schon. Guck mal, jetzt nicht nach vorne spielen, Digga, und jetzt nicht die ganze Zeit nach hinten und so. Guck, wir testen es mal. Ja, ich hab Zeit, ist egal. Ja, jetzt ist das Problem, ich bin 2-0 hinten. Irgendwo wirst du zugepresst, Alter. Aber ich verliere, das Schlimmste ist ja da, wenn du bei dir da den Ball verlierst, aber ich verliere den Ball, weil ich immer nach vorne spielen will. So, ey, was ist das aber? Was machen die da? Nochmal. Oh mein Gott, der liegt auf Boden. Ey, ich hätte so hops genommen. Oh, das wäre Karriereende. Mann, Digga, warum? Ey, guck mal, jetzt müsste man... Okay, warte. Oh mein Gott, nur weil so für ein Team auf die Fresse geflogen ist. Warte mal. Oh mein Gott, was habe ich mit dir gemacht? Mann, ich liege hier schon 2-0 hinten, Mann. Chirapisos. Mann.
Okay. Okay. Ey. Hey. Ohne Sinn. Scheiß Mbappé. Ey, scheiße. Nein! Scheiße. Digga, hättest du den nicht gemacht. Ja, chill mal. Warum sind die Lücken vorhin aber nicht so? Warum sind die nicht so ja, da? Ich habe jetzt den Ball verloren. Ich habe ja diese Innenverteidigung absinken. Genau mit dem verloren, den Ball. Was hast du eingestellt? Innenverteidigung absinken, diesen Sechser. Der ist ja dann diese Mitte. Mit dem habe ich gedribbelt. Deswegen ist die Mitte voll frei. Ey, dein Ferdi, ne? Dieser scheiß Anschussbug. Junge, ich spiel danach gegen meine Abonnenten. Ich will wieder ein bisschen Freiraum haben. Junge, die haben jetzt auch mein YouTube-Video gesehen. Jetzt alle. Nicht den. Ey. Warte, ich hab den. Ich hab den. Mann, was Man macht Mbappé? Was macht Mbappé da? Hä? Ey, ich schwöre, dieses Spiel ist geskriptet, was da gerade alles passiert. Ich habe mich gar nicht mehr konzentriert bei der Sache gerade. Abstauber. Real Life Stories machen wir nachher, Freunde. Stream laggt. Stream laggt. Ja, wegen deinem scheiß Internet, Jungs. Er spielt Dreierlatenz. Elis Team ist im Gefängnis wie bei Prison Break. Ich schwöre, die sind so im Gefängnis. Unglaublich. Die haben keinen Freigang. Die chillen alle in ihrer Zelle. Eremo, komm aus Elis Streamer, bleibe hier. Endlich mal gutes Gameplay. Wichser. Ach, ist Quatsch mit Soße. Die verteidigen auch so aggressiv, finde ich. Und die chillen auch immer im Abseits. Ist das Griezmann? Ach, ich hab keinen Bock mehr. Guck mal, jetzt habe ich hier Ball von dem Schlimmsten, was geht für dich. Ey, du kommst nicht raus, Digga. Weil da Kanté und Hullet, die fressen einen so auf da im Mittelfeld. Ja, er schießt automatisch raus. Ich rede nicht mehr mit ihm. Ich mach nichts da. Mann, ey, wieso spielt er denn so? Ich wollte ein bisschen skillen. Du kannst nicht skillen. Du hast ja keine Anspielmöglichkeiten. Dieser kleine libanesische Pisser. Mit seinem scheiß Hummus, Junge. Alle schreiben Hops auf. Scheiß Hummus. Sollen wir noch ein Spiel um Zeit? Lass dich in Ruhe, Junge. Ich blockiere dich danach auf jeder Plattform, die ich kenne. Das ist die schlimmste Taktik, die ich kenne. Man denkt, es einfach ist nicht einfach. Weil du spielst und die sind doch immer alle so krass im Abseits. Der ist 10 Meter geslidet. Das ist so heftig. Ja, lass mal sowas. Lass mal diese Filme. Ey. Ich will auch so spielen. Ich guck mir dein Video wirklich, ich schwöre bei Gott, ich guck mir das an, ne? So für letzten. Oder man macht das einfach so mal kurz in-game.
Oho, ist Eli wieder dran? Guck jetzt. Aus! Ach, ist fake, ist fake! Ist fake, ist fake, ich schwöre, ist fake! Arnold, schau mir Arnold und schau mir Van Dijk. Ey, yo! Man kann Arnold und Van Dijk. CJ, 25 Monate, vielen, vielen Dank, Mann! Scheiß, komm mal dich. Scheiß. Schade, Eli. Nächste Woche spielen wir nochmal. Nächste Woche spielen wir nochmal. Nochmal um 50 Euro. Ich werde trainieren. Ich trainiere da mehr als auf Online-Qualifier als die ganze Scheiße. Ich gucke mir Gameplays von dir an. Ich gucke mir Weekend League an. Ich mache Scouting-Bereich. Guck mal. Mann, ich habe euch 50 Euro. Boah. Hi, Mama. Warte mal. Brauche ich jetzt. Ey, Jungs, wir müssen uns nochmal angucken, wie ich den Hops genommen hab. Guck mal, mit Arnold, hä? Oh mein Gott, was ich mit dir gemacht hab. Zeig mal Moos Aufstellung. Was hast du überhaupt für eine Aufstellung gespielt? Welche Formation? 4-1-2-2. Schneller Aufbau und Dings. Guck mal, mein YouTube-Video habe ich bei 4-4-2 so eine Taktik. Druck nach Fehlern und schneller Aufbau. Die machst du einfach in anderen Formationen rein. Die ist zu krass. Was hast du? Druck nach Fehlern? Druck nach Fehlern, Breite und Tiefe 8. Tschüss. Und ja? Schneller Aufbau. Weil, guck mal, bei schneller Aufbau rennen alle nach vorne. Und wenn du Ball verlierst, die sind ja alle vorne, gehen die direkt drauf. 6 Mann. Digga, das ist geisteskrank gewesen. Ja. Vor allem, die Außen waren auch so zu. Das war das Schlimmste. Du konntest nicht mal. Also, man könnte es bestimmt machen, wenn man so ganze Zeit hinten rumspielt. Aber das war krass. Du hast ja bei enger Raute, machst du nicht. Du machst diese beiden rechts ZM, linke ZM Flügel abdecken, weißt du? Das ist ja wie 4-1-2-2 breit dann. Jungs, immer noch 4200 Zuschauer um 0.05 Uhr. Eieiei. Dank dir, Ehrenmann, 50 Euro Gewinnspiel. Ja, Freunde, aber ihr müsst jetzt alle zu mir im Stream rüberkommen. Ihr müsst jetzt Hashtag Mo ist hässlich in den Chat schreiben. Hashtag Mo ist hässlich in den Chat. Geht alle rüber kurz zu Eli, schreibt mal Hashtag Mo ist hässlich. Dann geht auf YouTube, geht auf Moauba, abonniert dort. Dann also, könnt Freunde, ihr die Xbox gewinnen. Ihr müsst jetzt. Ich verlose jetzt eine 50er PSN-Card, Freunde. Ihr müsst jetzt Hashtag Mo ist hässlich in den Chat schreiben. Ihr müsst den YouTube-Kanal abonnieren und mir und Mo auf Instagram folgen. Dann seid ihr im Gewinnspiel dabei. Wie wird Mo ist hässlich? Warte mal. Alles zusammen. Alles zusammen und alles klein. Mo ist hässlich. Hashtag Mo ist hässlich in den Chat. Like auf den Stream da lassen. Abonnent des YouTube-Kanals sein und mir und Mo bei Instagram folgen, sonst kommt er da nicht. 50 Euro PSN, Freunde. Also das ist schon nicht wenig. Die bekommt ihr dann morgen. Komm, weil ich ein Ehrenmann ist, gibt's bei mir. Schreibt alle, Eli ist hässlich, gibt eine 20 Euro PSN. So, ich mach das kurz an. Mein Gewinnspiel verlose ich hier auch nochmal 20 Euro, Freunde. Eli soll nicht alleine arm werden. Ich mach das kurz hier fertig. Digga, ich weiß nicht, warum das bei YouTube so krass ist. Auf YouTube bekommt man so krass viele Spenden ohne Sinn. Das ist heftig, Digga. Ich habe heute schon, glaube ich, 80 Euro oder so donated bekommen. Hashtag. 80 Euro? Ungefähr, ja. Ich glaube sogar. Ja, mehr. Ja, ich habe auch. Ich habe ungefähr 5 Subs gemacht. Ist auch nice. Na, Subs habe ich 10 oder so gemacht, aber so rein Donations habe ich 80 Euro oder so bekommen. Ist voll heftig. Die gönnen, ja. Wo ist denn Hashtag auf Tastatur? Ach, da. Hashtag Eli ist hässlich. Neues Mitglied, Dennis Posanski. Dankeschön für dein Sub, mein Freund. So, ab jetzt schreibt alle Elis hässlich. Gewinner wird gleich ausgewählt. Boah, die sind alle bei dir im Chat. Ihr müsst bei beiden alle im Chat sein. Wenn ihr Sub bei mir seid, gibt es 10-fache Chance. Also, ach ja, bei mir 5-fache. Tschüss, 10-fach bei dir? Nein, ich hab Spaß gemacht. 2-fache gibt's noch. Eli ist hässlich. Junge, ich hol mir jetzt Van Dijk. Ihr müsst natürlich hier Twitch-Follower sein, aber ihr müsst ihr eh, wenn ihr schreiben wollt, ne? Hast du so eingestellt? Achso. Nur Follower, ja. Junge, Van Dijk 3,5 Millionen. Ach du Scheiße.
Danke, Kodatz, für dein Sub. Vielen, vielen Dank. Boah. Aber eigentlich müssen wir einen anderen Hashtag machen, weil Eli ist wunderschön. Das passt gar nicht. Hashtag, Digga. Van Dijk 3 Millionen, 3,2 Millionen. Ist schon hart für einen Innenverteidiger. Du musst dir mal meinen Chat. Ich guck gerade, wer. Mein Twitch gibt so eine Liste. Wer alles zugucken, wer alles mitmacht. Ich schwöre von mir, 3 Leute machen nur nicht mit dem Gewinnspiel. Wie? Alle solche Geier. Ach so. Nur 3 Leute, die mir zugucken, machen nicht mit. Ich mache immer 20 Euro PayPal. Ihr könnt ja selber PSN-Guthaben kaufen. Kein Bock, zu kaufen. So. Haben jetzt alle gemacht? Ne, die machen noch alle, okay. Ja, Digga, bei 50er, ich muss noch ein bisschen warten. Also Leute, 4000 Zuschauer, ihr müsst Hashtag Mo ist hässlich in den Chat. Abonnent des Kanals sein. Und Abonnent mir, vom Mo Orber Kanal sein. Und mir und Mo auf Instagram folgen. Junge, die sollen meinen YouTube-Kanal abonnieren. Junge, Insta, auf Insta. Auch, Insta wichtig, Insta wichtig. I think so. I think so. Hä? Oha, voll viele kommen gerade. 100 neue. Macht weiter so. Warte, mach dein Gewinnspiel und warte noch ein bisschen. 5 Minuten. Ganz ruhig, Eli. Da kommen noch welche dazu. Einer schreibt, ich bin auf Klo. Der will gleich auch mitmachen. Warte auf ihn. Wie heißt, Mo heißt, wie heißt du bei Insta? Mo Auber einfach, dann kommt es schon. Ja. Und bei mir Elias N97, dann komme ich. Meine Fresse, ey. Digga, ich kann so nicht schlafen gehen, du Wichser. Er gewinnt 3-mal gegen mich, aber 3-mal mit einem Tor Abstand. Und trotzdem, ich schwöre, das hat mein Leben verändert. Ich wurde noch nie so gepresst. Ich kam mir vor, wie weiß ich nicht. Kleiner Pisser. Ich schwöre, nächste Woche spielen wir nochmal, ist mir egal. Guck mal meine letzten Ergebnisse gegen Eli. 3-2, 3-2, 1-2, 1-0, 4-2. Digga. So, Gewinner ist Walli FIFA. Herzlichen Glückwunsch. Bei uns warten wir noch ein bisschen. Aber Arnold ja, ist ja, warte noch ein bisschen. Ja, ja, ganz 1.100. Ruhig. Wie viele hast du auf Instagram bekommen, dass so abgeht? Kommt gerade noch alles. Boah, ich schwöre, jede Sekunde kommt neu. Warte noch ein bisschen. bei mir habe ich jetzt ungefähr 250 neue bekommen. Tschüss. Arnold, würdest du sagen, Arnold lohnt sich? Nö. Wirklich? Nein, lohnt sich nicht. Also, wenn du die Coins über hast, natürlich, aber Rechtsverteidiger ist eh egal. Semedo geht auch ab außen. 4 Zweikämpfe 97. Aber der ist schon gut. Ich habe den mal ZM gespielt, ne? Mhm. Weekend League einfach so. Der hat so ein unglaubliches Tor gemacht, ne? Ey, so krank. Junge, ich fand dein Mittelfeld so krass. Kanté, De Bruyne und Hullet. Ich schwöre, alle drei sind einfach so krass zweikampfstark. Eigentlich muss man die drei auch Qualifier spielen. Aber man braucht gleichzeitig Van Dijk hinten, ne? Damit. Bekommst du 86er Teambewertung überhaupt denn? Ne, also Kanté, Hullet kann ich spielen. Und noch ein Totti. So. Nur noch ein Tor. Oha. Van also Dijk spielt dann, kann man spielen. Van Dijk, ja, ich glaube, Van Dijk muss man spielen, glaube ich, ne? Ja, safe, Digga. Der war so krass. Der ist so game. Mit dem kann man pressen, wenn du mit 11 Mann hinten stehst, bringt das nichts, Van Dijk zu haben. Digga, der hat auch so Räume die ganze Zeit zugemacht, war richtig eklig. Boah, ey, Kantes. 96 Schusskraft, 85 Schuss, 88 Abschluss. Er hat einfach bei. Er hat sogar. Das ist unglaublich. Okay, Leute, wir lösen das Gewinnspiel in einer Minute oder ja, doch in einer Minute aus. Auf. Aus. Lass mal ein bisschen scribbeln, aber wir brauchen noch 2, 3, 4 Leute. Scribbeln. Scrubbeln. Scrubbeln. Ich frag mal vielleicht. Komm. Hast du über Bock? Können wir machen. Jox haut 10 Euro raus. Nächstes Mal machst du den Glatzkopf fertig. Ehre war, Dankeschön für den 10er. Nächste Woche, Freunde. 5 Euro wieder rein. Nächste Woche rasiere ich den. Dankeschön für den 10er, mein Freund. Und danke auch an Annette für den Euro. Mach weiter so. Grüße aus Liechtenstein. Danke. Und Dennis Was Posanski gibt's? Mit einem Sub. Ehrenmann. Birthday. Also Leute, letzter Durchgang. Ich sag's jetzt ein letztes Mal.
Mo ist hässlich in den Chat. Hashtag Mo ist hässlich. Hier, man gibt den Sechsern Innenverteidigung absiegen, Mitte abdecken, 10 nach vorne bleiben und den rechten ZM links ZM gar nichts. YouTube-Kanal abonnieren und mir und Mo auf Insta folgen. Mo heißt da Mo Auber und ich heiße Elias N97. Ja, wenn ihr schon dabei seid, ne? Macht mal Damage bei meinem YouTube-Kanal. 100.000 muss erreicht werden. Okay. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ich hoffe, keiner von deinen Leuten gewinnt. 1 und gewonnen hat Fabian Breuer. Abonnent seit dem 4. Dezember bei mir. Nice. Fabian, du musst jetzt in den Chat reinschreiben, wie du bei Instagram heißt. Dann gucke ich auch, ob du Mo und mir gefolgt bist. Und dann kriegst du morgen die 50er PSN. Ah, Freunde, ich gehe auch hier offline auf Twitch. Langsam. Ich guck mal, vielleicht will Eli bei ihm ein bisschen zocken oder so. Keine Ahnung. Geht mal rüber zu Eli, dann gehe ich jetzt offline. Wir machen hier einen Twitch-YouTube-Host. Meinst du, das klappt? Ich hab's schon mal gemacht, aber es ist nicht so gut. Nein, hoste jemanden bei Twitch einfach. Okay, ja, wer mich noch hören will, ich bleib bestimmt ein bisschen noch drin hier. Und wir hosten jemand anderes. VD Cup? Was ist ein VD Cup? GG's in the Chat, yo. Einer ist einfach Saftladen EA. Eins hat der Gönnung verdient. Boys, Bad Boys. Boah, morgen Bad Boys gucken. Eli, wann gehst du Kino? Bad Boys. What you wanna do? Ach ja, Bad Boys. Also noch ein richtig guter Film rausgekommen sein. Da geht es um diesen Schwarzen. So um Diskriminierung. Der auch Blackout und so gemacht hat. Wie heißt der Film, Chat? Der soll richtig krass sein. Ich hab den Insta-Namen von ihm. Der von, der entführt wurde da Psycho. Ja, genau. Der hat wieder so einen Film. Wieder so mit Schwarzen. Soll richtig gut sein. Ich hab vergessen, wie der heißt. Ist das überhaupt der, den ich gemeint habe, Alter? Ja, ist Get Out, ja, doch, ich weiß, welchen du meinst. Junge. So, Freunde, wir hosten jetzt einen mit einem Zuschauer. Der sieht korrekt aus, mit Shisha ist am Chillen. Schreibt mal alle Shisha Army. Rasiert mal, das ist ein besonderer Moment. Bleibt noch on. Nee, das ist ein bisschen krampfhaft gerade. Genug gestreamt heute. Wir haben hier 50 Euro reingeholt für die Eli-Community. Ein paar Insta-Follower. Heute Ziel erreicht. Oh. Fabian Breuer. Digga. Der ist mir nicht auf Instagram gefolgt, er ist mir jetzt gerade gefolgt, vor einer Sekunde. Ich habe schon mal gemacht, dass da jemand nicht gewonnen hat, deswegen. Woher weiß ich, dass er nicht auf Insta gefolgt hat? Weil ich es gerade gesehen habe, ich bin gerade auf den Insta drauf gewesen. Dann hat er, dann, der hat gerade jetzt gerade, das heißt, er hatte nicht gefolgt. Schade. Hat er dir gefolgt? Ich guck gerade. Fabian, du hattest eine Aufgabe. Er ist dir auch gerade eben gefolgt. Ich hab's gerade angeguckt. Und in der letzten, er war es der vierte oder so. Okay, der Chat entscheidet. Der Chat entscheidet. Boah, ich habe auch 300 neue Abos bekommen auf Insta. Die Mods entscheiden, okay? Luca, was sagst du? Gönn ihm. Ja, mir ist es egal. Ich finde, er hat es leider nicht verdient, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Sagst du? Ich sag leider, dass er es leider nicht verdient hat. Andere haben vorher gefolgt. Er hatte eine Aufgabe. Ich will es aber auch nicht zu. Mir ist es egal. Mir ist es Rille. 50er werde ich so oder so verlosen. Schreib mal 1 oder 2. 1 ist gönn, 2 ist nicht gönn. Okay. 1 ist gönn,
Zwei ist nicht gönnen. Die ersten, ich lese die ersten 30 Zahlen, okay? Zwei ist nicht gönnen. Ab hier. Eins, wer mehr Stück, okay, warte, ab. Ja, das ist klar, Bruder. Ab, ich schwöre bei Gott, ich zähle, ab jetzt, so, ab hier, ab Alex. Zwei, 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 warte. Das ist klar. Alle schreiben zwei. Eigentlich ich finde es eigentlich, also es tut mir leid an Fabio, aber ich weiß nicht. Weißt du, alle anderen haben die Arbeit gemacht, sind zu Insta gegangen. Guck, er hat mir auch geschrieben. Er hat geschrieben, aktualisier Bro, jetzt habe ich abonniert, 1-1. Ah. Also ich habe es gesehen, ich war auf dein Insta, weil ich dir gerade schreiben wollte. Ich wollte dir gerade schreiben, aber da hast du mir nicht gefolgt, mein Freund. Das ist eine der wenigen Sachen, die man machen muss. Der hätte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er wirklich gewinnt. Achso. Memo Atas mit einem Abo. Dankeschön, Memo. 2-2-2-2. Mein Gewinner schreibt mir auch jetzt. Habt ihr Scribble-Link geschickt? Mo. Den Mo. Achso, mit wem machen wir? Roll it again. Mir ist es egal. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Eigentlich, an sich. Ich kann so eine Scheiße nicht. Ja, dann. Okay, Leute, ich bin da auch dafür für Wallet. Es tut mir leid, Fabi. Also, das waren zwei Sachen und ich wollte nur Supporter machen. Deswegen tut es mir leid, mein Freund. Bin ein bisschen. Kommt ja auch dumm, wenn ich sage, ihr müsst es machen und dann machst du es nicht und dann sage ich egal. Deswegen machen wir es nochmal neu, Leute. Kurz und knackig. Eine Minute, 50er PSN-Card. YouTube-Kanal abonnieren. Ihr habt es gesehen. Erst YouTube-Kanal abonnieren. Hashtag Mo ist hässlich in den Chat und mir und Mo auf Instagram folgen. Das ist jetzt wichtig. Das ist kein Witz, weil 50er PSN, das ist nicht wenig und das sollen auch nur Supporter machen. Jetzt wird Fabi sehr sauer sein. Aber soll ich machen, Digga? Ja? Top-Kommentar unter meinem neuen Video. Wer kommt auch nach dem Spiel gegen Eli? Na, ist Top-Kommentar? Ist Top-Kommentar. Mein Gott, Digga, die soll mich in Ruhe lassen. Ich schwöre, war krasseste Taktik. Ich meine, todesernst, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe ja gegen Gian Weekend League gespielt, diese Weekend League. Der spielt ja auch so krass Pressing, aber das war nicht so. Das war nicht so wie gegen dich. Das war krass. Weil man denkt, man hat so viel Platz, aber man hat keine Anspielmöglichkeiten. Das ist echt krass. 116. Junge, deine Abos. Wann knackst du die Million? Wo denn? Achso. YouTube. Ich glaube sogar, wir haben schon 117, aber es dauert immer so lange, bis sich das hier aktualisiert. Social Blade. Guck mal, ich guck mal. Prognose. Hast du schon mal geguckt? Ab und zu. Prognose, Eli. Yeah. Boah, Eli hat in 2 Jahren und 2 Monaten die Million. Steht es da? Ja. Wenn es so weitergeht, ne? Wenn so weitergeht in 2 Jahren, tschüss, Digga, 1 Million. Aber die Zahlen sind auch, Leute, ich kann mich immer nur bedanken, das ist geisteskrank. Wir werden wieder an den Trend sein irgendwo. 3.500 Zuschauer um 3.500. 3.500 Zuschauer um 0.30 Uhr und morgen ist Schule, das ist krass. Das ist echt heftig. Ja, das ist echt heftig, wie es. Ich weiß noch, am Anfang, wir haben ja beide gleichzeitig angefangen. Womit? Wir hatten 70. Ja, wir hatten beide 70 oder so. Ach so, das meinst du? Unser erstes YouTube-Video war doch zusammen in Gamescom irgendwann. Ja, ja. Stimmt. Ich hab 8 Monate später laut. Scheiße, Eli, Alter. Ich fange auch auf YouTube an zu streamen. Ich brauche die Abos. Nein, ich sag dir ehrlich, wenn ich deine Reichweite auf. Niemals, ich würde safe auf Twitch bleiben. Twitch ist krass. Digga, Twitch ist. Aber ich mach das halt wirklich nur, damit ich halt YouTube irgendwas machen kann. Junge, es wird auch der Tag kommen, wo ich safe einen YouTube-Strike bekommen werde nochmal. Jeden Tag bekomme ich E-Mails von YouTube. Oh, das und das ist jetzt anders. Die und die Richtlinien sind anders. So, wenn du das und das machst, dann kriegst du einen Strike und dann, wenn du einen Strike bekommst, darfst du 3 Monate lang nicht auf YouTube streamen. 3 Monate. Wenn das noch einmal passiert, dann gehst du auf Twitch. Aber kannst du einfach so, wenn du 2 Monate da Pause hast, auf Twitch streamen?
Doch, könnte ich machen. Aber dann, du, ich hab 500 Abos auf Twitch, weißt du, da musst du wieder alles neu machen. Ja, Junge, du hast ja nicht den Namen gemacht auf YouTube, nein. Also Leute, noch eine Minute hier. Hashtag Mo ist hässlich in den Chat. Fabian macht nochmal mit. Fabian macht nochmal mit. Hashtag Mo ist hässlich in den Chat. Abonnent des Kanals sein und mir und Mo auf Instagram folgen. Das ist wichtig. Ihr habt es gesehen, Freunde. Das ist auch schon beim 24-Stunden-Stream zwei, dreimal passiert. Ich sage das nicht aus Spaß hier mit Insta. Einer bei mir gewonnen, ne, diese 20 Euro, der schreibt, ich bin's auf Twitch. Ich so, du bist ein Lügner. Der so, Junge, ich bin's wirklich so. Junge, laber mich nicht voll. Ich weiß ganz genau, dass er das ist. Oh, ist hässlich. Jungs, was wollt ihr von mir, Alter? Lass mich mal in Ruhe jetzt. Mach mal was anderes. So spannend, Digga. Junge, ich weiß doch, dass ich der Schönste bin. Mann, ey. So, okay. Wir gehen mal rüber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gewonnen hat ein Supporter, Ehrenmann. Oha, es ist Ein noch mal Sub. 200 gekommen. Ein Sub. Bukali. Bukali. Wo, auf Insta 200? Wie warst du da jetzt? Junge, ich hatte 75,2, jetzt habe ich 75,7. Lol. Bukali. Herzlich willkommen in der. Was laber ich? Guck mal. Ich hoffe, du folgst mir auf Instagram. Du musst jetzt hier sein, aber ich denke schon, weil er ist auch ein Supporter, Freunde. Also, er ist ein Sub. Und Subs haben bei mir fünffache Chance zu gewinnen. Joa. Schreib dein Insta in den Chat. Ja, doch. Und ich schreibe dir dann, kriegst du morgen den Code. Gewinnst bis zu Ende, Freunde. Nein. Da hat er geschrieben, Felix Metzger. Naja, mach Teambewertung ein bisschen. Ich mach mit. Sollen wir zusammen Teambewertung machen? Feiern das Zuschauer? Ja, meine feiern das übertrieben. Ja, lass doch machen, warum nicht? Aber ich glaube auch nicht mehr ganz so lange online. Aber Leute, wenn ihr habt ihn gehört, wir können jetzt zusammen von zwei Pros Teambewertung machen. Felix, also schickt mir euer Team Elias Unterstrich N. Was, Digga? Elias N97 ohne Unterstrich. So, dir folgt er auch, Felix. Morgen habe ich. Achso, du hast mir sogar mal geschrieben. Achso. Bekommst morgen dein Code. Felix, erinnere mich morgen nochmal dran. Und Luca, was ist da los? Ronaldo hat einen Totti bekommen, was sagst du dazu? Kein Ding. Sorry, Fabi. Tut mir leid, aber ich muss ja auch immer das. Oder die meisten. Leute, eins in den Chat für Scribble, zwei in den Chat für Teambewertungen. Aber das Problem bei Scribble ist, ich weiß halt nicht, wo die Seite und so, was es so ist. Oder Luca schickt mir den Link über WhatsApp und so, aber ich. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie so gemacht. Komm rein und schink das Mo. Scribble ist einfach, aber wir brauchen noch drei, vier Leute. Aber die sagen ja, nein. Ja, hier, meine Mods machen das so oder so immer. Ich spiele das meistens mit meinen Mods. Aber lass es auch mit paar. Warte mal. Ich schick dir mal das Teil. Wo? Wie kann ich das kopieren? Geh mal auf WhatsApp. Einfach draufgehen und deinen Kacknamen eingeben. You understand me? Yes, I understand that, man. Wer von euch beiden ist besser im Bett? Wo soll ich denn meinen Namen eingeben? Fangen wir schon an, oder was? Ne, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, um ehrlich zu sein. Enter your name steht doch da. Wo? Weißt du, wenn du auf diesen Link gehst.
Bei mir, warte mal. Doof oder so? I think not, man. I really look. I think you are really stupid, man. Look, I'm crazy. Achso. Enter your name, achso. Mach auf Deutsch. Ja. Nein, ich kann auch gut Englisch. Oh. German. Sind das die richtigen hier? Luca, Prinz Alex, Ikenna? Ja. I think you stupid. Ey, Jungs, ehrlich, ne? Ich habe auch so geredet wie Eli. Das ist eine harte Zeit, weißt du, wenn man kein Englisch reden kann, aber ja, wenn man 47 Interviews geben muss auf Englisch. Play. So. Ein. Hilfe! Aber als ich gar nicht reden konnte, das war voll witzig, weißt du, ich konnte immer so machen. Jetzt kann ich, jetzt hab ich. Let's go! Come on! Bin ich? Wo bin ich? Aber. Okay, ich bin drinnen. I think so. Ich seh dich nicht. Geh auf Start. Der mit dem Großen, habe ich mich genannt. Ah, doch. Der mit dem Gro. Warte. Oh, Bildschirm. Es geht los. Oh, okay. Ich fang an. Warte mal, ich mach mal den Chat hier hin. Ah, der mit dem Gro fängt an. Ah, Jungs, nicht auf YouTube gucken, ne? Ich guck auch nicht. Ja, meine Mods machen das nicht. Was soll ich jetzt machen? Achso. Achso. Hä? Einer ist rausgegangen. Ja, er ist wieder drin. Digga, wie soll. Okay, jetzt, nee. ihr müsst richtig. Okay, ihr müsst jetzt richtig krass. Was ist das? Mo? VMO? Mo steht da. Nein, ist er, ich glaub, nein. Ey, aber das ist schwer, wie soll ich das machen? Ist schwer drauf zu kommen. Nein. Oh! Fast! Alex fast. Ah, ich weiß. Ja, let's go. Ich schwöre, ich wusste was. Ernst? Ja. Let's go. Ich weiß, was ich bin, Jungs. Ich weiß, was ich bin. Das war mies schlecht. Mies gut gezeichnet. Ja, nur weil du geredet hast. Kili, 0 Punkte, Junge, du bist so ein Eierkopf. Du darfst ja nicht reden, eins, weißt du? Ja, okay, ab jetzt sag gar nichts mehr. Ab jetzt sag ich gar nichts mehr. Mich kann man jetzt so oder so nicht mehr. Bruh. Wer ist das? Wer soll das sein? Warte. Hä? Mit, muss ich das mit Bindestrich schreiben? Oh, Prinz Alex, ist ein guter Weg. Du darfst nicht reden. Ja, Junge, du hast gerade Weltgeschichte erzählt. Aber jetzt nicht mehr. Das ist irgendwas mit LKW. Aha! Achso, ich bin Albert Einsteins Gesang, Junge. Ich bin Albert Einsteins Gesang. Guck mal dir an, alle dumm, ihr seid alle dumm. Nicht gut gemalt. Was soll das sein, Digga? Was ist das für eine Krankheit? Was? Nicht gut gemalt. Oben in der Liste, siehst du, wie viele Buchstaben das Wort hat? Richtiges Brain. Ohne Spaß, Leute, spielt mal mit. Ohne Witze, das ist gar nicht so einfach. Der mit den großen, hä, es wurde nicht alles fertig gemacht. Hä, das ist ein gutes Lenkrad, oder? Sieht aus wie so ein Shift-Dingster, ne? So, was ist das denn? Junge, immer diese Bindestrich-Scheiße. Was ist das denn? Was soll.
Digga, der Typ kann nicht zeichnen. Das ist das Schlimmste bei ihm immer. Oh, mit Farben, alles. Hä? Was ist das denn? Ah, ich weiß was. Ach, schade, Alter. Flaschengeil. Hä? Ah. Als ob. Junge, ich weiß ja nicht mal, was das schreibt. Was ist auch für ein langes Wort, hä? Ich weiß, was es ist. Hä? Irgendwas? Ich brauche noch einen Buchstaben. Es kann nicht Butter sein. Was ist das? Erdnussriegel, glaube ich. Irgendwie sowas. Erdnussriegel. Oh. Schlecht gemacht. Warum malt deine blaue Tüte? Ich kann... Mein Leben. Du musst aber er kann auch nicht zeichnen. Er ist nicht Erdnussriegel. Das sieht aus wie Flips. Sperma, Alter. Erdnussriegel. Ich schwöre, das sieht aus wie Sperma. Aber guck mal, mein Chat hat es auch nicht gewusst. Ich habe darauf geachtet, niemand hat was reingeschrieben. Warum malt ihr die nicht aus, diese Erdnussflips? Oh mein Gott, 4 Buchstaben. Oh, wie schlecht, Alter. Schämt ihr dich nicht? Hä? Nein. Ach so, Bruder, ich war schon. Bruder. Hey, wer joint denn alles hier jetzt? Woher wissen die Link? Ich weiß es nicht. Hey. Selber schlimmer als von dir, ey. Hä? 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 Ah! Hä? Hä? Ah, das ist easy, Alter. Hä? Hä? Jetzt, oh! Montana Black ist auch am Start. Hä? Ist Eli der Einzige, der es nicht weiß? Eli ist lost, Alter. Hä, spielt Sydney gerade mit? Scheiße. Sydney ist der größte Cheat in dem Spiel. Ich schwöre. Sydney ist der allergrößte Cheat. Hä, warum hast du Link geleakt? Wie hast du das? Ich hab ihn nicht geleakt. Wie soll ich den geleakt haben? Guck mal. Ach so! Ah doch, ich hab geleakt. Wie denn? Sieht man das oben? Ja, ich glaube schon. Was willst du sonst machen? Du musst ein bisschen nach oben machen. Ja, aber wie soll man das wegmachen? Hä, einfach den Browser nach oben schieben. Ah, geht gar nicht. Mir ist komisch. Man sieht den Link zu. Mach bei OBS das oben weg. Und geh einen neuen Link. Du kannst es ja kleiner und größer machen. Was soll ich machen? OBS, mach einfach den Bildschirm kleiner. Hä? Ja, so macht Jack. Hä? Hä? Wie soll man den kleiner machen? Hä? Wie soll man den Bildschirm kleiner machen? Junge, du kannst doch den Bildschirm einfach kleiner machen. Und jetzt hab ich, jetzt, ich hab jetzt. Lass neu machen. Wie geht der neu? Neue Link brauchen wir von einem Mod. Oh. Junge, bis wir jetzt alle gemalt haben, weißt du, wie lange wir spielen? Das macht gar keinen Sinn so. Na ja, okay, dann mach. Das macht gar keinen Sinn so. Vor allem, bis wir alle gemalt haben. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich habe einfach rausgemalt. Ich warte, bis du mir einen neuen Link schickst. So. Ja, okay, dann mach nochmal neu. You made it, please, again. Schade. Hast gut gechoked, ja. Kai, dankeschön. Ich lese mal hier nochmal ein paar Abos und Spenden vor. Kai lässt ein Abo da. Raune haut einen Euro raus. Kannst du bitte meine andere Spende vorlesen? Hab 57k. Raune, zeig mal. Hast du eine Verbesserung für das Team? Habt ihr Stegen, Totti, Piqué, Scream, Ramos, Marcelo? Also ich würde safe nicht Suarez spielen und ich würde auch nicht Benzema SBC machen. Keen 86er ist komplett lost. Und Veron auch, Digga, dein ganzes Team. Ich würde niemals Benzema, Suarez, Keen spielen. Veron auch nicht. Versuchst du eher so mit OP-Spielern. Samuel hat ein Abo raus. Spiot, Splitter hat ein Abo raus.
Dankeschön, Jungs, ihr seid Ehrenmänner, macht weiter so. Lost. Was ist denn ein Abo mit YouTube nochmal? 2 Euro irgendwas, ne? Na, kommt drauf an. Ich meine, ich hab, bei mir gibt's mehrere Möglichkeiten. Ey, Luca ist bei mir eigentlich jetzt das drin. Ich habe das eingestellt, dass man jetzt auch ab, also 10 Euro subben kann und auch 20 Euro. Also 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 10 und 20. Müsste eigentlich drin sein. Warte, schick dir mal den Ding. Junge, ich finde es mies schwer. Tank, Junge, Tank war krass schwer. Hä, hey, das war, Bruder, man hat's gesehen direkt. Warte mal, ich muss kurz hier erstmal alles einstellen, dass ich jetzt, auf was, sagen wir, wenn ihr fertig seid, dann kann ich den Bildschirm wechseln. So. So, hier. Ne, nur 2, 4 und 5 Euro. Hä, ohne Sinn. Mies gut gezeichnet. Warum hast du 4 Icons? Ich kann den Qualifier so oder so nicht mitspielen, Freunde. Ich bin da in Mexiko. Deswegen. Ey, ach so, du fliegst trotzdem. Ja, Junge, juck mich doch nicht. Dann denke ich, du sagst Mexiko ab. Edi, bevor du ins Skribbel gehst, drück F11. Ja, mach ich. Nochmal ein Abo hier reingekommen. Yeah, Jan, danke für dein Follow. Dankeschön für dein Follow. Jejan 36. Achso, hey, wir sind mit. Achso, warte, ich muss mich beeilen. Scheiße. Erstmal F11. Oh, das war falsch hier. So, und jetzt seht ihr auch das. So, jetzt ist alles richtig. Junge, Kili, du bist lost. Ich kenne, du bist auch lost. Wie kann man das nicht wissen? Sekunden gewalkt. Mein Gott. Mo wieder als erstes, ja. Sydney ist der größte Cheat. Ey, guck jetzt nicht bei mir im Chat. Hey, Sydney spielt doch gar nicht mit, oder? Nein, aber er ist der größte Cheat bei sowas. Let's go, come on. Was ist das? Schwanz? Schlüssel? Schlüsselanhänger. Ist das ein Schlüssel? Digga. Was macht der da, meine Damen und Herren? Was ist das? Der hat eine Lampe Haare oder was? Was macht der da? Junge! Ich kann euch nicht sagen. Nein, nicht reden. Du bist lost. Ich finde das nicht schlecht. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ist das ein Mensch? Seid ihr dumm? Aber es ist auch ein schweres Wort. Digga, gar keine Ahnung, ja. Niemals. Ich bin echt gespannt. Armleuchter! Hä? Ist doch so eine Lampe, oder nicht? Ist so eine Lampe. Armleuchter. Wie soll man das machen? War wirklich gut gezeichnet. Ja, seht ihr, Freunde? Siehst du? Wer ist das? Was soll das sein, Digga? Moos! Frisur! Hä? Scheiße. Warte. Erkennt man das? Digga, erkennt man das? Ah.
Junge, meine Tastatur ist so schlimm. Digga. Digga, mies gut. Was auch. Hä? Es ist. Erkennst du das erste wenigstens? Ja. Er kommt Splittergranate, Bruder. Ich sag der erste und zweite. Oh, ich kenne letzte Sekunde. Hä? Wie ist gut gezeichnet? Granatapfel? Ach so. Ach so. Ich wusste nicht, wie man Granatapfel zeichnet, deswegen habe ich Granate und Apfel. Ja, jetzt haben sie auch alle bei mir im Chat. Ach so. Ah, das sind diese so. Mit roten Punkten, ja. Ach so. Boah, ich hab voll vergessen, was das ist. Scheiße. Oh, okay, guck mal. Bei mir, die schreiben gut gemacht, bei dir, die lachen dich aus. Achso, Edi, was. Ich schwör's dir, das war schwer, Yannick. Das war krass schwer. Wusstest du von deinem Chat auch keiner Granatapfel? Doch, ganz am Ende. Junge. Oh mein Gott. Was ist das? Alter, das ist echt krass gezeichnet. Wie heißt der? Hä? Nein, wer war das richtig? Ich verschreibe mich hier die ganze Zeit auf meiner Tastatur. Junge, ich verschreibe mich die ganze Zeit. Plural, warum I? Ah, leicht. Edi, was du durch der Rase ist krass schwer. Ist, leicht, war nicht schwer? Ja. Himmel 25, ich schwör's dir, war nicht so einfach drauf zu kommen. War nicht so einfach drauf zu kommen. Hä, das sieht viel krasser aus als Krokodil. Ist mies einfach. Mann, Alter. Ich dachte, das ist Glurak, Alter. Ich denke mal zu weit. Ach so. Aber da war es schnell. Mann, okay. Digga. Er kann nicht zeichnen, der Knecht. Der Typ kann gar nicht zeichnen. Das sind Titten. Das sind Möpse. Titten. Möpse. Milchtüten. Glocken. Parat? Digga, was ist das? Was ist das? Ich hab das noch nie so was Schlechtes gesehen. Oh mein Gott. Wie alt ist der Typ? Was soll das? Guck mal, einer erregt. Oh mein Gott. Ich bin unter Schock, wie hat der es erraten? Hä? Mein Junge. Ja. Was redest du? Ja. Augenbinde. Was? Was? Der hat doch seine Augen zugemacht. Aber das war schwer. Sonnenbrille, dachte ich erstmal. Wusstest du das dein Chat? Nee, doch, einer, aber ich weiß nicht, ich kann es halt immer. Ich gucke halt selber nicht in den Chat, sonst kann ich ja. Ja, erst wenn das Wort fertig ist, dann gucke ich. Ah. Ah, schade. Hä? Was ist das? Kein Spiegel, hä? Okay. Digga. Okay, was sollen diese verkackten, was sollen diese verkackten Striche sein? Alex, was ist Alex für eine Maschine? Elis erstes Mal. Ah, nee. Ja. Hä? Digga, die Striche haben gerettet jetzt am Ende. Edis erstes Mal. Ah, der hat den Kamin schlecht gemalt, ja. Ich dachte erstmal, hä, Fernsehen? Ich dachte, das ist ein Fußball. Badenhalle. Das wusste mein Chat auch. Du siehst oben die Anzahl der Buchstaben mehr. Alex ist mies gut. Ich glaube, Alex schummelt, Alter. Stadion. Ja, ich schreibe immer alles schnell. Ich gucke gar nicht. Ich schreibe immer einfach alles schnell auf, was mir so einfällt. Ikenna kann auch nicht malen, ne? Mhm.
Voll traurig. Alex, 120, 200. Ey, Digga, die machen auch nichts anderes, als außer den ganzen Tag die Scheiße hier spielen. Okay. Edi, ich hab nicht reingeguckt. Ich guck nicht in den Chat. Ich guck wirklich nicht in den Chat. Junge. Schreib. Siehst du was? Ich sehe nicht mal, dass er was. Er zeichnet bei mir gar nichts. Hä, siehst du das nicht? Nein. Guck in meinen Chat. Hä? Was mit dir? Was ist das eigentlich, Eli? Ist das ein Auto, ein Stadion? Junge, der macht das ja nicht extra. Irgendwas heißt das ja. Nein, er schreibt nichts, Leute. Er schreibt nichts. Sollen wir den... Das Wort war Rakete. Wie einfach? Bist du dumm? Hä? Ich glaube, keine Ahnung. Der war nicht da, glaube ich. Komm mal, Votekick. Lass den mal kicken. Warte. Eli, come on. Let's Junge, go. Okay. Ich versuche alles, was ich kann. Junge. Jetzt war... WLAN war weg. Nice. Okay. Chill, das war Quatsch mit Soße, irgendwie. Meine Idee war falsch an sich. Ich wollte was machen. Okay, wo kann ich es löschen? Wo kann ich löschen? Ja, Mülltonne. Ja, vom Baum zu einem Menschen, das war's komplett. Ja, zwei Menschen. Warum wissen das alle? Ach, bruh, was ist das denn? Wie einfach. Mein Ring. Wie soll ich. Wie soll ich. Nasenbluten. Einer schreibt Nasenbluten. Mein Ring. Krass, wie soll man. Ich kann ja auch kleinere Sachen. Okay, warte. Nasenbluten. Ey. Andere Nasenbluten. Sollte sein, Junge, jedes Mal kriegst du irgendwelche. Boah, das ist schwer, Digga. Das ist schwer. Junge! Boah, das ist so schwer, Digga. Hä? Boah, ich versuch einfach. Digga. Mein Chat weiß. Digga, die schreiben nicht mal was. Die schreiben nicht mal was, mein Chat. Das weil ist die so nicht schwer, ist. Mann. Hey, ich hatte andere Worte, war vergessen und Versicherungskaufmann. Was ist vergessen? Vergessen ist doch okay. Digga. Übrigens, das sind Federn. Indianer? Die haben doch immer so Federn in den Haaren. Junge, da mach doch was mit Farben, Junge. Irgendwas mit Farben. Schwierig. Scheiße, ey, ich war lost. Digga, Versicherungskaufmann, was soll ich da machen? Junge, ich bin nicht letzter. Ey, Junge, dieser Alex, ich sag dir, der schummelt. Der weiß immer alles, als er ist. Er ist der krankeste, ich lüge nicht, der macht nichts anderes. Er und Sydney sind die größten Junkies. Ich glaube, es gibt nicht so viele Worte, weißt du? Irgendwann haben die ja Worte. Ich schwöre, du musst mal gegen Sydney spielen. Das ist der größte Cheater, den ich kenne. Alien? Brille? Hässlich? Was ist das? Junge. Junge, du siehst ja die Buchstaben oben. Wie kannst du Lehrer und Brille? Ja, ich mache irgendwas. Ich schreibe immer irgendwas.
Tschüss, Junge, ich habe mein Zimmer gerade auseinandergenommen. Junge, was für P? Ja. Mann, was redest du? Badekappe. Oh. Junge, ich sag, guck mal, was ich alles geschrieben habe. Badehaube. Badekappe, Schwimmmütze. Das haben die jetzt alle. Ey, so lost. Elias, gut. Mein halbes Studio ist hier gerade durcheinander. Kili, er kann nicht zeichnen. Das sind 4 Buchstaben. Junge. Junge. Er schreibt ja nicht mal was. Der ist so lost, der Typ. Müde. Einfach Z, Z, Z. Ich schwör's dir, mit diesen Wörtern würde ich das safe hinbekommen. Hundertprozentig. Ich hab ihn leider gekickt. Wen? Ich hab ihn leider, das war zu schlecht gemalt. Junge, es gibt so viel, was man da machen kann. Müde, er soll mich malen oder so, Gott weiß Sicherheit. ZZZ oder so. Schafe, irgendwas. Sorry, Kilian. Also man wird bestraft von schlecht malen. So leicht, ehrlich, ne? Er hat einfach nichts gemalt, 15 Sekunden. Was ist das? Mann, was ist das? Was soll das sein, Digga? Boah, das war kreativ, ich bin echt gespannt. Ich weiß gar nicht, was es ist. Nee. Ja, du weißt, was es ist. Ey, Alex ist immer so am Schummeln, ne? Was soll das da oben sein? Was soll das da oben sein? Das ist eine Kanone, Bruder. Ich guck jetzt, was mein Chat schreibt. Ich hab aus meinem Chat. Falsch geschrieben, ne? Ich arbeite mit meinem Chat zusammen. Nee, guckt den Chat. Ihr dürft nicht in den Chat gucken. War auch krass schwer. Panzer, ach, das soll ein Panzer gewesen sein. Junge, du arbeitest mit Chat und bist trotzdem mit Abstand letzter, ne? Das ist richtig peinlich. Ey, ich arbeite nicht mit Chat. Ich hab jetzt gerade in den Chat geguckt. Als ob du Militär wusstest. Mann. Okay, was ist das? Ist das eine Sonne? Wahrscheinlich. Du kannst auch Vetter einen Kreis machen, ne? Ja, egal. Ach Mann, warum hat der es vor mir? Junge, ich bin Picasso. Ich bin Picasso, Freunde. Ich bin ja. Picasso. So gut, wie ich hier mitdenke. Ich arbeite jetzt mit meinem Chat zusammen. Leute, wir müssen die rasieren. Aber ihr guckt auch dann in den Chat, ihr Schweine. Ihr guckt bestimmt die ganze Zeit in den Chat. Ich gucke nur nicht in den Chat. Bei mir kann man das ja sehen. Leute, hilft mir. Nasenbluten. Edi, Kasso, ich sag nur Nasenblut. War gut gezeichnet. Das weiß ich auch ohne euch. Ah. Ha! Hä? Miesletzter. Er ist wieder da. Ja, ich hätte es früher, ich habe mich verschrieben. Also ich bin aus Versehen auf Abschicken gekommen. Meine Tastatur ist so Müll, die ist richtig hoch. Nein. Scheiße. Oh mein Gott, er schreibt Baum! Er schreibt Baum! Ja, kann das sein. Er schreibt Baum! Baum, haben die auch geschrieben. Roman hat auch zuerst Baum. Anonym. Nein. 74 war der erste. Guck mal, Kili! Guck mal, was er schreibt, wie er Glas schreibt. Junge, ist wieder Wolfkick, glaube ich, angesagt. Guck mal, wie er Glas geschrieben hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Er hat auch Baum geschrieben. Oh, Berühmtheit. Nein. Hübsch. Model. Sexy. Ja, ich weiß, was ich bin. Ich zweite Mal alles nicht. Krass, Alter. So viele Worte. Ich hab Terrorist erstmal geschrieben. Ja, wer ist noch nicht... Ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Kitty ist richtig dumm. Der ist richtig dumm. Ey, ich wollte nicht für Luca Votkick. Ich wollte Kilian wieder rausschmeißen. Eli, ich glaube Kilian... Ah, schade, vorbei. Okay, hau rein, ich bin weg. Hau rein. Oh Mann, Freund. Also, Terrorist hätte man kommen können. Eigentlich an sich. Warte mal. Ja, mal. Wo ist der Chat? Achso. 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 3 Stunden 16 online. Hater. Nie wieder. Junge, du bist so schlecht, ne? Du bist so schlecht, Kili. Kein Witz. Oh mein Gott. Wie kann man denn so lost sein? Erklär mir das mal. Erklär mir das mal. You are my only. Hey, dann verliere ich heute eine 50er PSN-Card. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. FIFA 20. Warte, ich sehe gerade den Chat nicht, Freunde. I don't see the chat. Momo Karib mit dem Abo. Dankeschön, Momo. Für dein Abo. Ja, es ist echt einfach. Gut, Freunde. Wir waren 3 Stunden, 3,5 fast online. Ich komme morgen wieder online. Ich gehe jetzt offline. Story, alle. Story, Grumpix, bin extra dafür wach. Leute, morgen, es ist 1 Uhr nachts, viele sind schon eingeschlafen. Morgen, versprochen, morgen kriegt ihr eine Geschichte von mir. Ich habe auch ein interessantes Thema, glaube ich, für morgen. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so, so ist hier. Jetzt, wir sind 2.500 Zuschauer um 1 Uhr nachts an einem Dienstag. Dann kommst du morgen online, so wie heute, denke ich. Eli, guckst du Jungle Camp? Nee. Story. Morgen, Freunde, versprochen. Morgen gibt's wirklich eine Story. Wir haben so viel gemacht heute im Stream. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so, also das mit diesem Abo-Game, mit Mo und so, das so machen. So. Ihr könnt gerne nochmal hier Support da lassen, Freunde. Ich denke, der Stream wird in die Trends kommen. Alle nochmal, die kein Abo da gelassen haben, können gerne jetzt ein Abo da lassen. Kuss geht raus, Eli. Danke für die Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, Freunde. So ein bisschen. Guckt euch das Video von Mo an, ne? Kein Witz jetzt. Ich habe noch nie gegen jemanden so viel Schwierigkeiten gehabt. Ich habe noch nie 3-mal hintereinander gegen einen Profi verloren. Und ich habe schon so oft viele Leute dieses beleidigen. Eli, du Hunderhaus, das bringt nichts. Das macht ihn nur so schlimmer. Wen hosten? Ich habe nachgeguckt. Alex, es ist niemand online. Es ist Mirza online auf Twitch, aber es sind auch hier schon sehr viele am Schlafen, also ihr müsst entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht. Wirklich sehr viel bringen wird es, denke ich, nicht, aber wir können es ja trotzdem einfach mal machen. An alle, die noch wach sind, können zu Mirza mal rüber. Es ist sonst also wirklich sehr wenig. Also auf YouTube ist niemand online. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Ihr könnt gerne hier nochmal ein Abo da lassen, die es noch nicht gemacht haben. Leo war der Letzte. Lass einfach machen, okay.
Ich weiß nicht, wir sind jetzt hier noch 2300 Leute. Viele kennen ihn wahrscheinlich. Geht da mal rüber, Freunde. Schreibt da mal Eli Army in den Chat. Morgen komme ich wieder online, versprochen. So um 23 Uhr circa. 23 Uhr, so um 20 Uhr, 21 Uhr. Ich muss mir jetzt noch ein Steak machen. Achso. Geht da mal rüber, Freunde. War wieder mal ein Glas. War wieder mal ein geiler Stream. Das war's von mir. Haut da rein.